Hey, willkommen zu Cosmopoly, dem Bewusstseinstalk. Heute geht es um Landkarten der Seele. Es geht also um Strukturen, um Gesetzmäßigkeiten, um Muster, die sich im Universum zeigen, mit der sich die menschliche Seele besser verstehen lässt. Sehr, sehr spannende Geschichte. Es wird konkret, wenn ich sage, worum es eigentlich geht, nämlich um Astrologie, Human Design, Mondkalender, Handlesen und vieles mehr. Ich habe heute 5 Gäste, die sich mit diesen Themen sehr, sehr gut auskennen. Und ich bin sehr gespannt, wie man diese Systeme vielleicht sogar vergleichen kann, übereinanderlegen kann. Oder ist es nicht möglich? Oder werden wir heute die Weltformel lösen? Wir wissen es nicht. Wir werden aber gespannt sein, was nun geschieht bei Cosmopoly, dem Bewusstseinstalk. Landkarten des Bewusstseins, Landkarten der Seele. Spannendes Thema heute mit diesen Gästen. Johanna Paungger, Pascal Stössel, Dr. Christof Niederwieser, Christiane Tietze und Jens Jung. Ja, ihr Lieben, das ist echt eine verrückte Idee. Ich dachte, das ist doch mal spannend, hier Astrologie und Human Design und all diese Dinge zu vergleichen und zu schauen, ob wir gemeinsam so ein bisschen ergründen können, gibt es tatsächlich kosmologische Hintergründe, mit denen sich das alles erklären lässt oder nicht. Bin sehr gespannt. Und zunächst will ich euch aber einzeln ein bisschen vorstellen und ich fange an mit dir, liebe Johanna Paungger. Grüß dich, hallo. Hallo. Du bist aus Bayern und du bist die Expertin zum Thema Mondwissen, ja? Muss man einfach sagen, mit deinem Partner Thomas Poppe. Ihr habt viele, viele Bücher geschrieben. Dein erstes Buch erschien schon 1991, vom richtigen Zeitpunkt, ist immer wieder ein Bestseller. Und du hast dieses Wissen nicht in Seminaren kennengelernt, sondern von deinen Großeltern. Ist das richtig? Genau. Also ich spreche eigentlich bayerisch, aber ich bin nicht aus Bayern. Ich versuche natürlich schon so ein bisschen, dass mich alle verstehen, aber es lässt sich dann nicht leugnen. Ich bin in Tirol aufgewachsen. Diesen Dialekt spreche ich nicht mehr, weil sonst ging es öffentlich nicht. Braucht man dann einen Dolmetscher oder so. Ich bin mit dem Wissen in Tirol aufgewachsen und in erster Linie vom Großvater dieses Wissen, weil es natürlich gerade, wie ich Kind war, so in den 60er Jahren, anging mit Kunstdünger, die Bauern hatten den ersten großen Traktor und so weiter. Und dadurch, dass wir eben Steilhänge hatten, also was halt bei Bergbauern üblich ist, konnten wir da das nicht einfach so 1:1 umsetzen, mit der Mode mitgehen. Und so ist dieses Mondwissen erhalten geblieben, weil es ja auch notwendig ist, dass man die Ernte gut einfährt, dass man nicht am falschen Zeitpunkt mäht und im Garten oder das Feld bestellt und so weiter. Und das ist so im Nachhinein gesehen. Jetzt natürlich sehe ich das erst, dass das der Grund war, warum das Wissen erhalten geblieben ist. Und dadurch hat man auch die Möglichkeit gehabt, zu erleben, dass es funktioniert. Es ist doch ein großer Unterschied, ob man etwas nur hört oder ob man von Kind auf merkt, dass es auch tatsächlich funktioniert. Und dieses sogenannte altmodische Wissen, was im Prinzip nicht in unsere Welt heute mehr passt, jetzt wieder so im Vormarsch ist, weil wir das eigentlich gar nicht weglassen können. Wir wissen auch schon, wie weit wir gekommen sind oder eben nicht wie weit. Man kann nicht alles nur mit Wissenschaft oder Chemie erklären oder so leben. Ja. Und du bist ja irgendwann nach München gezogen und warst ganz erstaunt, dass in München kaum jemand was davon wusste. Und ja, das war für dich der Initialpunkt, da was draus zu machen. Und was du alles geleistet hast, das schauen wir uns jetzt mal in einem kleinen Einspieler an. Dass sich heute viele Menschen nach den Rhythmen des Mondes orientieren, haben wir vor allem auch Johanna Paungger zu verdanken, die dieses Wissen zusammen mit ihrem Partner Thomas Poppe seit Jahrzehnten vermittelt. Von klein auf bekam sie diese Weisheiten von ihren Großeltern vorgelebt. Ein Wissen, das seit Generationen von Mund zu Mund übergeben wird. 1991 erschien ihr Buch Vom richtigen Zeitpunkt, das in 31 Sprachen übersetzt wurde. Mit all ihrem Wirken erinnert uns Johanna Paungger auf ihre unnachahmliche und auch humorvolle Art daran, wie weise es ist, sich an den Rhythmen und Gesetzmäßigkeiten der Natur auszurichten. Ja, Johanna, wunderbar. Also ich finde das wirklich toll. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, du bist bei deinem Großvater aufgewachsen und der hat auch gar nicht gesprochen. Ja. Wie war denn da diese Informationsübermittlung? Naja, als Kind war das jetzt für mich nicht komisch. Im Nachhinein ist etwas anders. Mein Großvater hat nichts gehört. Und wenn man mit dem so aufwächst, war das früher, hat es mehr Leute gegeben. Die einen waren blind, die anderen haben nichts gehört. Und so hat man einfach das, ja, weiß nicht, Body Language oder was immer. Man musste sich irgendwie verständigen und da wurde nicht geredet. Man muss auch sagen, ich habe auch viele Geschwister, es waren auch viele im Haus. Da ging das sowieso nicht, wenn da jeder redet. Also man hat da praktisch gehorcht, was der andere fühlt mehr. Und mir war nie bewusst, dass der Großvater nicht redet. Mhm. Durch die Sommergäste wird man dann darauf aufmerksam gemacht. Und der hat auch viele Sachen gemacht, die wurden auch nicht erklärt. Man hat einfach gesehen, das funktioniert. Einen bestimmten Tag macht er das eine, am anderen Tag vermeidet er genau das und so weiter. Und so lernt man es. Und durch die Sommergäste, was in Tirol üblich ist bis heute, dass eben noch viele Sommergäste sind, wurden wir dann schon aufmerksam gemacht, warum wir nicht reden oder nicht zu viel reden oder fast gar nichts. Also man hat einfach gewusst, was der andere spürt, was er meint, was er sagt. Und da bleibt etwas ganz anderes in Erinnerung, wenn man die Dinge spürt. Und wir haben natürlich auch als Kinder, sind wir lieber baden gegangen, als wie dann Heuernte und so Sachen. Aber das war einfach bei Bauern so. Und da haben wir so manches schon gemacht, was nicht ganz an dem Tag richtig war. Ja. Und wir gedacht, naja, das merkt keiner, das machen wir am nächsten Tag, weil halt heute besser baden gehen oder fischen gehen. Oder damals durfte man das ja noch, heute darf man das ja auch nicht mehr. Und da hat man dann gemerkt am nächsten Tag, oh, wäre doch einen Tag vorher besser gewesen. Und die Eltern haben das natürlich auch gemerkt. Und das sind jetzt natürlich schon Dinge, wo man sich als Kind ein bisschen rausgeredet hat, aber es ging gar nicht. Man hat einfach gesehen, was man gesät hat am falschen Tag oder gepflanzt oder was das halt nicht funktioniert. Und es gibt halt Tage, die sind wirklich sehr gut und es gibt Tage, die sind wirklich sehr schlecht. Mhm. Und ich kann im Alltag ja jetzt auch nicht immer alles richtig machen. Das ist auch nicht mein Ziel. Das Ziel ist, das Wissen reinbringen, wie man es täglich umsetzen kann, ohne Stress und ohne, das musst du jetzt und das darfst du nicht und so. Das ist auch nicht meins. Und so hat man das halt dann weitergegeben. Und am Anfang in München haben wir gedacht, und du liebe Zeit, wann gehen die zum Zahnarzt oder wann gehen die zum Friseur? Also mir würde da das Geld leiten. Und habe dann auch das Wissen gelassen, eine Zeit lang. Gedacht, wenn die Münchner überleben, brauche ich da auch nicht schauen. Und natürlich habe ich dann schon gemerkt, das ist nicht so toll. Und so, bevor ich dann wirklich mit nicht einmal 20 Jahren alle möglichen Krankheiten hatte, also nicht ernsthafte, aber man kommt sich vor, man hat bis dahin nie gemerkt, dass man was wehtut oder dass man müde ist, dass man Ski gefahren den ganzen Tag, abends ausgegangen und nächsten Tag wieder. Und auf einmal war ich einfach wie so, ich habe mich so gefühlt wie so ein bisschen ein alter Mensch, der wo einfach nicht wirklich krank, aber auch nicht gesund. Da habe ich angefangen, heimlich wieder nach dem Mund zu leben. Ja. Unheimlich ging ja nicht. Mhm. Und dann habe ich es auch wirklich wieder, mein erstes Kind geboren war, dann habe ich gemerkt, also das ist mir auch zu viel Stress. Mhm. So viel falsch machen und dann muss ich es wieder reparieren. Also habe ich dann langsam angefangen, wieder nach dem Mond zu leben. Schön. Und früher war das, wenn ich dich richtig verstehe, total normales Wissen unter all diesen Menschen. Das war völlig gemäß der Natur und es war auch für dich völlig normal. Du hast es einfach so übernommen. Und dann, wenn ich es richtig verstehe, dadurch, dass dir der Thomas Poppe begegnet ist und er sozusagen als Journalist mit dir zusammengearbeitet hat, wurde dir erstmal klar und ihm auch, was ist das für ein wichtiges Wissen? Habt ihr dann gemeinsam beschlossen, so nach außen zu gehen? Oder war das erst mal in dir so ein Entschluss? Nee, ich hatte da schon, ich weiß nicht, aber so 5 Jahre bestimmt schon Vorträge gehalten. Okay. Ja. Das heißt, der erste Vortrag war Katastrophe für mich, wo die gesagt haben, ich soll das machen. Also ich bin ja auch nicht der Typ, ich habe das auch nicht gelernt und so. Und ich habe gemerkt, sie wollen das wirklich wissen. Na gut, dann habe ich halt mal sowas gemacht. Und dann waren die Vorträge einfach mir zu viel. Mhm. Das war einfach zu viel. Ich hätte in der Woche 10 Vorträge halten können. Und dann ist mir der Thomas empfohlen worden, als Schriftsteller, das aufzuschreiben. Dann habe ich erst einmal abgelehnt, weil ich gesagt habe, ein guter Schriftsteller schreibt vielleicht so hochgestochen, dass ich das nicht will. Ich will es aber auch nicht so, sage ich einmal, so primitiv aufschreiben, sodass man, also ich habe keine Chance gesehen, das zu Papier zu bringen. Also für mich nicht und auch nicht, ja, es gab einfach so nichts für mich. Und dann hat die nicht nachgegeben, die mir den empfohlen hat. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt gibst du mir mal ein Buch von dem, zuerst lese ich mal, wie der schreibt. Und dann habe ich das Vorwort gelesen und dann wusste ich, der kann das. Das Buch selber habe ich nie gelesen, aber das Vorwort. Und so haben wir dann eben entschlossen, zuerst einmal das, wie er es kennenlernt, das Wissen. War mir auch sehr wichtig, dass er weiß, über was er schreibt. Jetzt war er natürlich so ein Stotterer, wie man so sagt, der vom Mond keine Ahnung hatte. Und dann habe ich ihm halt so eine Liste gegeben, was er alles machen soll. Und in einem halben Jahr sehen wir uns wieder, und dann sehe ich ja, ob er was macht. Ne? Halbes Jahr. Halbes Jahr, naja, das brauchst du schon. Ja. Denn einige Dinge, vom Haare schneiden bis Blumen gießen, er muss erleben, dass es funktioniert. Und nach einem halben Jahr haben wir uns getroffen, hat er gesagt, ja, wie es gegangen ist, ja, wunderbar. Also er hätte nie gedacht, dass das so funktioniert. Und dann hat er mir so Liste für Liste vorgelesen, was funktioniert und so. Und dann habe ich gedacht, auwe, wenn alles funktioniert hat, ich habe ihm nämlich ein paar Fallen gestellt. Weil ich wollte ja wissen, ob er das wirklich ernst nimmt. Und sonst will ich brauche das ja nicht schreiben. Mach weiter meine Vorträge, fertig. Ich will nicht was schreiben, was nicht funktioniert. Und dann kam schon der erste, also ich habe wirklich alles genauso gemacht, wie du gesagt hast, aber die Blume ist kaputt gegangen. Ich habe mir gesagt, welche? Dann habe ich gedacht, okay, also lügen tut er schon mal nicht, vielleicht klappt es. Und es hat auch gut geklappt. Cool. Und er hat mit der Zeit immer mehr gelernt. Garten mag er bis heute noch nicht so gerne. Also man muss ja auch nicht alles können. Er muss so gut schreiben können und wissen, von was er schreibt. Ja. Und es hilft einfach den Leuten, gerade in der heutigen Zeit. Wir müssen lernen, dass wir nicht nur umdenken, grundsätzlich bei vielen Sachen, sondern auch diese Naturkatastrophen, die noch viel mehr jetzt auf uns zukommen, mit dem ganzen Klimawandel, dass wir umdenken und auch umbauen. Das heißt, ich werde da schon manchmal nervös, wenn da wieder eine Lawine und da wieder ein Hangrutsch. Und dann ist das Thema nur, welche Staumauern bauen wir, wie sicherten wir den Bauernhof, wie sicherten wir diesen Wildbach. Da müssen wir umdenken. Wir müssen nicht einfach dahin bauen, wo gerade was runtergerutscht ist. Wir müssen wirklich schauen, der Permafrost ist nun einmal nicht mehr so da in dem Maße und da kann der Mond unwahrscheinlich viel, nur allein beim Aufforsten zum Beispiel oder wenn man etwas baut. Wenn ich zum falschen Zeitpunkt baue, rutscht es sowieso wieder runter. Und Aufforsten zum falschen Zeitpunkt wächst auch nicht an. Also da gibt es Tage, das ist wirklich, wenn man sagt, das kannst die Pflanzen in der Pfeife rauchen. Das würde nicht anwachsen. Und das ist so heute, nach 30 Jahren, so meine Arbeit, dass man hilft, was Gutes da zu tun, etwas, ein bisschen was Positiveres, dass wir nur alles bricht auf uns rein, sondern was kann ich wirklich tun? Und wenn wir da nicht umdenken und dieses alte Wissen nicht nützen, haben wir immer den Scherbenhaufen. Und wir können nicht etwas aufbauen wieder gleich, wie es nicht funktioniert hat. Das ist ein Wahnsinnsgeld, was nicht hilft. Und in 5 Jahren schwappelt es das wieder weg. Und das ist eigentlich so, da hat sich dieses Wissen für mich persönlich jetzt geändert, wie man es anwenden kann. Eben die Leute informieren, dass sie dann spüren, dass das funktioniert. Und nicht einfach irgendwie, okay, das verkauft sich gut. Das ist nicht der Sinn im Leben. Wunderbar. Vielen Dank. Also gemäß den natürlichen Gesetzmäßigkeiten wieder leben, sich denn nach den Naturrhythmen richten, nach dem Mond. Wunderbar. Genau. Vielen Dank, Johanna Paungger. Okay. Wir gehen dann auch miteinander mehr ins Gespräch. Es gibt dann auch das Tiroler Zahlenrad, auch ein uraltes, sehr spannendes Wissen. Es gibt also verschiedene Systeme und es gibt die Hand. Pascal Stössel, du bist der bekannteste Handanalytiker im deutschsprachigen Raum. Du bist der Einzige, der so eine auch 3-jährige Ausbildung dazu anbietet. Und ich finde es toll, dass du hier bist. Man nennt dich auch den Handman. Der Handman sitzt hier. Applaus für Pascal Stössel. Danke. Und auch über dich haben wir natürlich einen kleinen Einspieler vorbereitet. Auch die Hand ist mit ihren Linien so etwas wie eine Landkarte der Seele. Die Leidenschaft von Pascal Stössel, genannt The Handman. Er bereiste die Welt, er lernte verschiedene Techniken des Handlesens und hat schon über 25.000 Handanalysen gemacht. Richtig angewendet ist die Chirologie, wie die Handanalyse auch genannt wird, eine schnelle und effektive Methode, um eine Persönlichkeit sowie unbewusste Motivationen und Blockaden zu identifizieren. Pascal ist mit seinem Einfühlungsvermögen ein wahrer Meister darin. Ja, Handanalyse, Handlesen. Lieber Pascal, ich weiß, du hast schon ungefähr 25.000 Hände gelesen. Krass, oder? Jetzt würde ich mich freuen, wenn du die 25.001 der Hand liest, und zwar ganz spontan von deinem Nebenmann Christof Niederwieser. Bist du damit einverstanden? Ja, kann ich. Aber so ein kurzes Reading, ja? Gleich jetzt? Ja. Okay. Für dich aber auch okay? Ja, wenn du das machst, dann schon gerne. Okay. Also ich habe die Lupe nehmen und ich sehe in der... Immer mit dabei. Ja. So eine Reiselupe, aber ich brauche dann beide Hände, okay. Und ich schaue schnell die Hautbeschaffenheit an. Also schon wenn ich jetzt zum Beispiel nur mit meiner Hand über deine Haut fahre, ist es eine sehr zarte, feine Haut. Und schon wenn man eine dünne, feine Haut hat, ist es schon ein Ausdruck, dass man eben eine dünne Haut hat. Also da ist was Zartes und Feines in dir drin, wo viel Durchlässigkeit in dir drin vorhanden ist. Und ich schaue jetzt zuerst in die Fingerabdrücke rein, und die sind ja schon 5 Monate vor Geburt, haben die schon ihre fertige Form. Und ich glaube, du hast sogar 10 Schleier fast. Wow, ja. Okay. Wenn ich jetzt in deine Fingerabdrücke schaue, die sind ja schon 5 Monate vor Geburt, haben schon ihre fertige Prägung. Und ich kann dann da kannst deine Hand relaxen, ist gut. Okay. Und wir können da 3 unterschiedliche Themen sehen. Unter anderem, sage ich mal so, der Grundton eines Menschen. Und das nennen wir die Lebensschule. Und wir schauen die Erde als quasi einen Planeten an zum Lernen. Und dein Grundthema zum Lernen in diesem Leben hat gesagt, du hast eine Wasserseele, hat mit Gefühlen zu tun. Also deine Herausforderung ist dann, wenn wir jetzt unter Fachleute sprechen, das Neptunwasser, Mondwasser und Plutowasser. All diese 3 Wasser sind in dir drin stark ausgeprägt. Und ja, und was mache ich mit all diesen vielen Gefühlen? Und wie kann ich zum Beispiel jetzt im Neptunwasser die Barmherzigkeit, die Nächstenliebe, wo in dir drin sehr stark vorhanden ist, und einfach eine Liebe zu allem, was da existiert auf dieser Erde, das ist sehr stark in dir drin ausgeprägt. Aber gleichzeitig ist auch ein kleiner Junge in dir drin, der immer noch gütig und naiv und unschuldig ist, der das liebt, nicht immer nur, wo du seinen sehr analytischen Verstand, das ist einen sehr langen Merkur, also der so quasi der Codeknacker in dir drin, und der Codeknacker quasi mit Schlaufen ist dann der Codeknacker der Seele, also ich gehe dann in die Tiefe rein, und dann bist du irgendwo in irgendwo und da schwebst und gehst in die tiefsten und bringst dann quasi wie Jacques Cousteau, quasi machst du die Tiefen für uns sichtbar. Und die Lebensbestimmung ist so, wie jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kastanie schaue, da ist die Lebensbestimmung schon vorgeschrieben, da steht alles Kastanienbaum drin. Und diese Eichel will Eichenbaum werden. Und die Seele spricht für mich immer so in Form von einem Sog, von einem Ziehen, einer Sehnsucht. Und bei dir ist die Grundprägung 5 Monate vor Geburt am linken Ringfinger, der linke Apollo. Und das ist so quasi der Mensch, der in diesem Leben eine eher introvertierte Welt lebt, so für sich selber reingeht und dort entdeckt. Also das ist so der, ich sage dem so, wie wenn Musiker in ihrem Keller sind und dann musizieren sie und dann machen sie ihre Lieder und kreieren. Also zurückziehen in deinen Kaninchenbaum und dann dort kreieren. Das liebst du. Da muss man ein paar Mal fragen, du, wo ist er wieder? Der ist verschwunden. Wir müssen ihn wieder mal hervorholen aus seinem Kaninchenbau. Und das ist das, was du am meisten liebst, ist mit deinen Gefühlen und mit deinem schnellen Geist zu kreieren und dann ein Innovator zu sein. Also der Zeit voraus zu sein. Und für dich ist ganz wichtig, die Echtheit zu sein, also nicht irgendwie etwas vorspielen. Und also etwas sehr introvertiert und nicht gerade der Mensch, der zu stark in der Öffentlichkeit gehen möchte. Also da hast du schon etwas... ein bisschen Schüchternes, also der ist nicht gerade so, hallo, da bin ich. Und ja, also so der innovative Mensch mit Herz, der in die Tiefe geht und für uns Menschen das Unsichtbare sichtbar macht. Ja, danke dir ganz herzlich, Pascal. Auch sehr schön, wie sich das auch mit dem Horoskop deckt von den inhaltlichen Aussagen. Ja, schön. Wunderbar, Pascal. Ja. Ja, fühlst du dich erkannt? Ja, auf alle Fälle. Also ich habe mich ja auch ein bisschen mit Handlesen beschäftigt. Bin ich auch neben der Astrologie sicher die zweite wichtige Königsdisziplin. Es sind zwar natürlich schon getrennte Systeme, aber man kommt dann doch über diese getrennten Systeme zu ähnlichen Resultaten. Das ist immer faszinierend. Ja. Und das tiefer zu beleuchten, da freue ich mich heute voll drauf. Ihr müsst wissen, ich habe dich gefragt natürlich, aber Pascal wusste nicht, wessen Hand er liest. Also deswegen war das ein spontanes, wie sagt man, Blind Reading, gell? Ja, Blind Reading ist dann, wenn ich nicht weiß, wer das vis-à-vis ist. Ah, okay, du siehst nur die Hand. Habe ich nur die Hand. Ich habe ja ein Buch mit einem Kollegen gemacht, bei Burning, dann hat er bekannte Leute quasi aufgesucht und ich habe dann nur die Hand bekommen. Und dann hat er gesagt, wer es ist. Zum Beispiel Eminem haben ihn gelesen und so weiter. Und das war dann für mich immer spannend, nachher dann die Figur, nachher dann dahinter, das Gesicht dahinter zu sehen. Cool. Ja. Nimm uns mal mit in die Tiefe. Was kannst du alles in dieser Hand lesen? Warum ist das so ein faszinierendes Tool, über den Menschen so viel zu erfahren? Ja, wenn ich zum Beispiel, also die Basis der Sprache der Hände sind die 4 Elemente. Erde, Wasser, Luft, Feuer. Das ist so die Basis. Und mit dem können wir zum Beispiel die Handform, können wir mit den Elementen das Grundtemperament eines Menschen ablesen. Und mit diesen 4 einzelnen Elementen können wir 12 Kombinationen machen. Also eine Erde-Feuerhand sieht anders aus als eine Feuer-Erdenhand aus. Also da gibt es dann 12 Kombinationen und da gibt es noch 4 Dreierkombinationen, also Erde, Feuer, Luft zum Beispiel. Und das sehe ich dann an der Handform. Und das ist so die Grundarchitektur des Menschen. So wie man ein Auto sieht, ein Porsche hat ein anderes ein Rennwagen hat ein anderes Fahrverhalten als ein Lastwagen. Und das ist so die Grundarchitektur. Und aus diesen 4 Elementen teilt sich auf und aus dem kommen dann auch die Planetenkräfte. Und diese Planetenkräfte ist nicht nur etwas, was einwirkt davon, sondern es ist aus dem sind wir gemacht. Also für mich sind die Planeten, diese Götter, die haben uns erschaffen und auch die Elemente. Das ist irgendwie nicht einfach nur etwas Abstraktes, nicht einfach nur Gaskörper da oben, sondern das ist etwas Lebendiges. Und das ist dann in Verbundenheit, also die Finger sind dann Planetenkräfte. Und das ist so mal die erste Schicht. Und das ist dann so vorstellen, wie man in seiner Wohnung ist und ihr könnt euch alle jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn ihr euch die Augen schließt, okay, jetzt bin ich in der Küche, ich weiß, wie das ist in meiner Küche, ihr könnt euch vorstellen, jetzt bin ich im Keller und das ist dann, wenn ich in den Händen bin, ich in meinem Haus drin und ich kann in diese unterschiedlichen Räume gehen, ich gehe dann in den Jupiterraum, in den Saturnraum, also das sind die Fachsprache, also in den Mittelfinger. Und entsprechend der Länge der Finger, der Breite, wie er beschaffen ist, sehe ich, wie viel Substanz von diesen Planetenkräften drin sind. Und die Planetenkräfte sind dann mehr so Persönlichkeiten. Und das ist so mal die erste Schicht, wo man einfach sieht, aus welchem Holz man quasi geschnitzt worden ist. Und was sehr speziell ist, habt ihr Lust auf ein kleines Experiment? Okay. Machen wir mal, das zeigt, das ist eine Pfotenhand. Einfach mal die Hände so Und nehmt mal wahr, wie es sich für euch anfühlt, wenn ihr nur eine Pfote hätte. Das ist eine Pfote. Und einfach wahrnehmen, wie ist das für euch. Gut. Und jetzt einfach nur die Finger lang. Und jetzt, was passiert, wenn die Finger, das ist eine Klammerhand. Affen haben eine Klammerhand, sie klammern sich. Ja, aber der Daumen ist immer noch innen. Bei den Affen ist der Daumen ganz klein. Ja. Machen wir zurück zur Pfotenhand, wieder wahrnehmen. Und jetzt die Finger, merkt, wie das plötzlich vergeistigt wird und aufmacht. Und jetzt macht noch den Daumen raus. Ja, also der Daumen, wir sind die einzigen Lebewesen auf dieser Welt, die einen Daumen in Opposition haben. Ja, also wir sind Kontrollwesen. Wir mögen alles unter Kontrolle halten. Wir sind die Schöpfer der Erde, gestalten. Und so, wenn ich den Daumen sehe, sehe ich dann halt auch, wie jemand mit seiner Kontrolle umgeht und was für eine Veranlagung der Mensch mit seiner Kontrolle hat. Also wenn jemand einen riesen Daumen hat, der hat unglaublich viel Kontrollmechanismen in sich drin. Das muss er halt dann lernen. Ein ganz großer hat natürlich viel mehr Mühe, die Kontrolle abzugeben und sich dem hinzugeben. Und das ist so mal so diese erste, ja, Grundschicht. Und soll ich noch weiterreden? Ja, so kurz, weil viel zu besprechen heute. Gut, ja. Ja, und das wir müssen noch mal eine eigene Sendung machen, schon klar. Ja, ja. Ja. Und die Linien, wo eben so spannend ist, wo die Leute sagen, wie viele Kinder bekomme ich, wie lange lebe ich und all das Ganze. Das ist die alte Handlesekunst, aber wo mehr die Geomantie ist, und das machen wir aber nicht. Und die Linien könnt ihr vorstellen, wie ist ein Abbild unseres ganz autonomen Nervensystems. Also wenn jemand zum Beispiel lang im Koma ist, dann gehen die Linien zurück. Ach, das bleibt, weil wir sind ja ein pulsierendes, vibrierendes Wesen, da ist ja nicht tot da drin. Und das ist dann spannend zu sehen, dann halt diese Landkarte, ist eine dynamische Landkarte, ist auch ein Teil der Seele, also ich nenne das der Astralkörper. Und da sehe ich dann halt in dem Haus, wo ich vorher beschrieben habe, da ist dann quasi die ganze Elektrizität, wo dann in einem drin ist. Und für das habe ich dann dieses Tensegritätsmodell. Und der Mensch besteht aus vielen Teilen. Und das Schwierige im Leben ist, dass wir so widersprüchlich sind. Wir haben Anteile in uns drin, der andere sagt, ich will gelb, nein, ich will rot. Und sind wir hin und her, wir sind zerrissen. Und diese innere Zerrissenheit, das ist kreatives Potenzial. Das ist cool. Wichtig, dass man mit dem arbeitet. Ja. Und nicht, ich wähle jetzt den einfachen Weg, ich gehe, gelb passt mir gut. Nee, nimm auch den roten. Ja, aber das ist schwierig. Ja, aber das macht dich dann einzigartig. Und so sind wir voller Spannungen, Intensität, die einen ein bisschen mehr und die einen dann weniger. Und so sehe ich dann quasi die ganze Architektur der Seele, die Anatomie der Seele. Und das ist dann quasi über die Handform, die erste Schicht und die dritte Schicht, die Fingerabdrücke und die Fingerabdrücke vielleicht später. Da gibt es doch viel zu erzählen. Pascal Stössel, wunderbar, Dankeschön. Wow. Sehr, sehr spannend. Ja, man kennt es ja vom Jahrmarkt, mal kurz hier die Linien, da steckt ja viel, viel mehr drin. Viel mehr. Ja, Christof, du hast schon gesagt, Dr. Christof Niederwieser hier zu Gast. Du hast schon gesagt, da gibt es sogar Entsprechungen und Vergleiche mit der Astrologie. Wie hast du das gemeint? Naja, also beim Handlesen ist ja allein schon die ganze Nomenklatur, dass die Finger nach den Planeten benannt werden, die Hügel und so weiter, auch nach astrologischen Arealen. Das war ja, wenn man schaut, in der Renaissance zum Beispiel, hat man wirklich probiert, so Korrespondenzen zu finden. Und man gesagt hat, der Tierkreis und die Planeten sind das übergeordnete Ordnungssystem, sozusagen diese Weltenformel, nach der wir ja heute auch so ein bisschen Ausschau halten. Und es manifestiert sich eben in allen Erscheinungsformen. Ja, da gibt es ja diese schönen Analogieketten, beispielsweise bei Agrippa von Nettesheim, wo man sieht, okay, was sind denn jetzt die Mars-Tiere oder die Mars-Pflanzen oder sogar ganz oben natürlich dann immer die Engel, ganz unten dann die Dämonen in dieser Hierarchiekette. Und da hat man natürlich auch probiert, dann entsprechend den menschlichen Körper zuzuordnen im Bereich der Physiognomik und dann aber auch so die Hand sozusagen als Mikrokosmos zu sehen, wo sich darin der Makrokosmos spiegelt. Ja. Und es gibt natürlich die letzten Jahrhunderte viele Versuche, ob es da nicht so 1:1 Korrespondenzen gibt zwischen astrologischen Konstellationen und Handformen oder Fingerformen, dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn jetzt jemand einen ganz ausgeprägten Mondhügel hat, hat der dann vielleicht den Mond im ersten Haus im Horoskop oder so. Also solche Korrespondenzen gibt es nicht, ja. Aber es ist trotzdem so, dass man eben mit diesen beiden verschiedenen Systemen doch zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommt. Und im Horoskop, da sehen wir immer eigentlich so unseren ganzen Entwicklungsspielraum drinnen. Ja, ich sage immer gern, man kann nicht unterscheiden, nur anhand vom Horoskop, ob das jetzt das Horoskop eines Nobelpreisträgers ist oder vom Hausschwein. Den Entwicklungsgrad, den muss man eben kennen. Und ob jemand dieses Potenzial ausschöpft und in welcher Art und Weise, da braucht man halt immer auch diesen Menschen vor sich. Die Hand hingegen, da sieht man halt tatsächlich, was Sache ist. Ja? Weil je nachdem, wie man sich die letzten Monate, Jahre verhalten hat, sich ja dann teilweise auch Linien ändern und so weiter. Ja? Genau, muss man auch irgendwie wieder Abdrücke machen. Und ich muss sagen, ich hab ja lange im Management gearbeitet und da sitzt man oft in langweiligen Meetings und man hat ja dann eigentlich keine Möglichkeit, das Horoskop von den Leuten zu analysieren, aber die Hände hat halt jeder dabei. Und es war dann oft schon ganz erhellend zu schauen, aha, der neue Geschäftsführer, der ist zwar so lieb und nett, aber hat halt so einen Keulendaumen ausgeprägt. Genau, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der einen Tobsuchtsanfall gibt. Genau. Und dann war es halt auch so. Ja. Also das fand ich immer sehr, sehr spannend. Toll. Ja. Wunderbar. Ja, vielen Dank schon mal. Du bist ein Meister der Prognostik, hast eine ganze Buchreihe dazu geschrieben. Deswegen sitzt du auch hier in der Mitte, weil wir wirklich versuchen, das alles so ein bisschen zu verbinden. Du bist natürlich ein sehr angesehener, toller Astrologe. Und das schauen wir uns jetzt mal in einem kleinen Einspieler an. Dr. Christof Niederwieser besticht als renommierter Astrologe und Prognostikexperte durch seine eloquenten und detaillierten Aussagen über aktuelle Geschehnisse auf der Welt. Er war viele Jahre in der Musikbranche tätig. Heute ist er bekannt für seine umfassenden Studien zu den verschiedenen Formen der Voraussage, der Prognostik. Unermüdlich forschend entwickelt er effektive Methoden wie das Gruppenhoroskop oder neue Wege der Wirtschaftsastrologie. Wichtigstes Themenfeld seines Wirkens ist aber die Kollektivastrologie, die sich unter dem Namen Kronlex mit den Horoskopen von Gruppen, Ländern und sogar der Erde beschäftigt. Ja, Dr. Christof Niederwieser, schön, dass du da bist. Ich möchte dich mal zitieren, was mir gut gefällt. Über Astrologie hast du mal gesagt, wann immer etwas zum ersten Mal in die Welt kommt, zeigen die astrologischen Konstellationen das Wesen und die Entwicklungsmöglichkeit des Systems. Das heißt, eine Amöbe, ein Planet, ein Mensch, da gibt es ein Geburtshoroskop und das sagt immer etwas aus über das Wesen. Kann man das so sagen? Genau, so ein bisschen so wie Pascal ja hier mit diesen beiden Samen gezeigt hat. Ja, also in der Kastanie ist einfach ein anderes Wesen angelegt wie in der Eichel. Aber innerhalb des Eicheldaseins gibt es dann doch wieder ganz viele verschiedene Verwirklichungsformen. Ja? Also ein Elefant kann jetzt vielleicht nicht sich aus freiem Willen entscheiden, wie ein Vogel zu fliegen, aber innerhalb des Elefantendaseins hat er natürlich unglaublich viele Möglichkeiten des freien Willens. Und das ist ja auch das Schöne am Horoskop, dass man eben auch sieht, wie man so im Gefüge, so vom Fluss des Zeitgeists, was man da eigentlich auch für Möglichkeiten hat, mit dem freien Willen sein Leben zu gestalten. Ich habe ja sehr viel mit Zwillingshoroskopen gearbeitet und da sieht man natürlich schon, wenn zwei Menschen ein sehr, sehr ähnliches Horoskop haben, aber das trotzdem so verschieden verwirklichen, ja. Da wird ja dann oft auch das Horoskop aufgeteilt, ja, dass dann bei zwei Zwillingen der eine ist dann mehr so der Streber und der andere mehr so ein bisschen der Böse beispielsweise, wie man dann sieht, okay, beide verwirklichen ihr Horoskop genau innerhalb von dem, was das Horoskop vorgibt, aber man sieht halt auch, was für eine große Gestaltungsfreiheit man dabei hat. Und Astrologie ist halt eben die älteste Systemtheorie der Menschheit. Ja. Es gab ja dann in den 1960er, 1970er Jahren in der Soziologie unter anderem Niklas Luhmann so Versuche mit einer universellen Systemtheorie, dass man dann auf verschiedene, keine Ahnung, politische Systeme, Sozialsysteme und so weiter dieselbe Nomenklatur anwenden kann. Aber das war halt im Grunde dann immer so eine so rein semantische Kopfgeburt, wo man dann halt einfach irgendwelche Begrifflichkeiten probiert drüber zu stülpen. Astrologie hingegen funktioniert ganz umgekehrt. Da arbeiten wir mit Archetypen und mit Symbolen, das heißt mit einer Sprache, die jeder Mensch hier von uns intuitiv erfassen kann, eigentlich auch unabhängig vom Bildungsgrad. Ja, das ist so das Schöne, dass Astrologie ja auch weitgehend ohne jetzt komplizierten Fachtermini auskommt, sondern dass wir da wirklich so einen Zugang haben zu dem kollektiven Unbewusstsein. Ja, also man kann sagen, das Horoskop öffnet sozusagen wie so ein Schlüssel unsere persönliche Andockung zu diesem Kollektivbewusstsein. Und ja, das Grundinstrumentarium im Grunde, wenn man schaut, so Manilius beispielsweise, Ptolemäus, das waren ja so die ersten astrologischen Lehrwerke, die auch als Buch erschienen sind. Die sind ja mittlerweile schon fast 2000 Jahre alt und man kann sagen, was da drin steht, das kann man auch heute noch in der Astrologie auch tatsächlich so unterschreiben, ja. Unbesehen auch noch von der ganzen Vorgeschichte im alten Mesopotamien, ja, da hat ja die Astrologie jetzt mittlerweile doch schon 4.500 Jahre auf dem Buckel. Und ein Stück weit kommt es ja aus dem Mondwissen raus. Ja? Also man kann sagen, vor der Sesshaftwerdung, da war natürlich der Mond, der 28, 29 Tage Rhythmus, das war natürlich, wie der Mensch sich die Zeit begreifbar gemacht hat. Es gibt ja diese verschiedenen Knochenfunde, wo man genau sehen kann anhand der Kerben, okay, das muss jetzt so ein Mondkalender gewesen sein. Und dann mit der Sesshaftwerdung ist natürlich die Sonne deutlich wichtiger geworden, weil plötzlich ging es um so Dinge wie Aussaat, Ernte, wann kommt die große Flut, wann kommt die Regenzeit und so weiter. Und so ist im Grunde aus dem Urmondwissen irgendwann im Laufe der Jahrtausende halt sozusagen die moderne, komplexe Astrologie entstanden. Ja? Und was ich faszinierend finde, es gibt halt fast kein menschliches Denksystem, was über so lange Zeiträume eine derartige Kontinuität aufweisen kann. Und klar, natürlich auch die Astrologie modernisiert sich, wenn neue Planeten, neue Planetoiden zum Beispiel entdeckt werden, schaut man natürlich auch, wie kann man die jetzt hier in dieses System einbauen, auch das Stichwort Digitalisierung, ja, so wie kann man jetzt allein diesen Rechenprozess von Horoskopen optimieren und vielleicht dann noch Spezialdeutungssysteme, ja, also da haben ja auch die alten Araber schon vor über 1000 Jahren ja auch sehr vieles geleistet mit Halbsummen, arabischen Punkten und so weiter, also man kann sagen, so vielfältig wie wir Menschen, ja, also so einzigartig wie jeder Mensch auf der Welt, so ist halt auch das Horoskop, weil diese Gesamtkonstellation, die wiederholt sich in der Geschichte des Sonnensystems kein einziges Mal. Das sind ja selbst ähnliche Muster und auch wenn der Mond vielleicht genau am selben Fleck wieder steht, alle anderen Planeten haben sich in ganz verschiedenen Rhythmen verschoben, da gibt es keine 1:1 Wiederholungen mehr in der gesamten Geschichte des Sonnensystems. Ja. Also allein von dieser Methodologie ist es faszinierend, dass man im Grunde da unendlich viele Geburtsbilder hat. Oh, macht so Spaß, jetzt zuzuhören. Dr. Christof Niederwieser. Also schon wirklich spannend und wird ja auch falsch verstanden, die Sterne sagen. Nein, es sind Zeitqualitäten und es ist gut, darum zu wissen, sich ein bisschen danach auszurichten. Es sind immer Chancen und Möglichkeiten für Entwicklungsprozesse. Wenn man jetzt das menschliche Horoskop sieht, habe ich das richtig so verstanden? Genau, also es ist ein Indikatorsystem. Das heißt, die Sterne bewirken ja nicht, dass auf Erden sich gewisse Dinge ereignen. Das sind einfach universelle Zyklen, die sich halt in verschiedenen Daseinsformen spiegeln. Ja? Unter anderem eben auch sozusagen die Bahnen der Planeten spiegeln sich in den Bahnen der Menschen auf der Erde. Ja? Wobei dann natürlich, wenn man sich das so die Genealogie anschaut, da haben natürlich die verschiedenen Völker und Kulturen natürlich auch sich das verschieden rationalisiert. Bei den alten Babyloniern, da waren es halt tatsächlich doch die Götter, die da oben rumlaufen, ja, bei Johannes Kepler zum Beispiel, der ja auch ein sehr, sehr passionierter Astrologe war, der ist tatsächlich von so physikalischen Kräften ausgegangen, ja, so dass da wirklich so irgendwelche Strömungen und Energien sind. Heute erklärt man sich das eben als Indikatorsystem, also so wie ja die Uhr auch nicht die Zeit bewirkt, aber sie zeigt uns natürlich an, wann die Sonne untergeht oder wann sie aufgeht. Cool. Ja. Du bist ja bekannt auch für deine Videos, wo du wirklich, also macht so einen Spaß, dir zuzuhören, weil du auch über die Erde sprichst, über die Entwicklung von Ländern und das ist die, wenn ich es richtig verstanden habe, Mundanastrologie und wodurch du auch bekannt geworden bist, finde ich sehr, sehr spannend, wenn du das mal kurz erläutern magst. Wir kommen von einem Erdzeitalter in ein Luftzeitalter, also ein fundamentaler Wandel nach, wenn ich richtig verstanden habe, 230 oder 250 Jahren, großer Wandel. Wo geht's hin? Genau, also in der Astrologie haben wir ja verschiedenste Zyklen, wirklich von Zyklen, die sich im Minutentakt ändern, gerade das ganze Aszendentenhäusergerüst beispielsweise, bis hin zu Megazyklen, die wirklich teilweise zehntausende Jahre lang dauern. Und der Zyklus, der in der Astrologie ganz federführend ist, ist zwischen den zwei größten Planeten unseres Sonnensystems, nämlich Jupiter und Saturn. Die treffen sich alle 20 Jahre zu einer sogenannten Konjunktion, dass diese beiden Punkte da oben am Himmel am selben Fleck stehen. Und dieser Konjunktionspunkt, der wandert ungefähr alle 200 Jahre in Zeichen eines Elements. Und da hatten wir jetzt seit dem Jahr 1802 hat man eine Erdepoche, also wo alles, was man physisch horten und raffen und berühren kann, die Dominanz hatte. Das war im Grunde dann mit der industriellen Revolution unsere moderne Produktivgesellschaft, ja, wo dann auch seit den Universitäten im Grunde die Empirik und das Messen alles dominiert hat. Und jetzt eben ist im Jahr 2020 endgültig der Übergang zur Luftepoche, hat der stattgefunden und da gibt's halt, Luft ist ja der Geist, ja, ist das sozusagen, was wir denken, die Welt der Gedanken ist das Beweglichste, das Volatilste, das auch das Unstätigste der Elemente und man kann sagen, es ist so der Übergang von der industriellen Konsumgesellschaft der Erdepoche jetzt hin zu einer pluralistischen Wissensgesellschaft, die natürlich aber auch viel unberechenbar und viel unsteter ist und wo wir ja momentan auch gerade sehen, für was für große Herausforderungen uns diese Transformation auch gibt. Ja, also wo natürlich viele Menschen mit diesen rasanten, exponentiellen Veränderungen auch sehr überfordert sind. Ja, natürlich zum Beispiel die Digitalisierung oder auch die ganze Virtualität, künstliche Intelligenz, ja, das, also ich meine, vor 5 Jahren war das kein Thema, da war künstliche Intelligenz so irgendein antiquierter Begriff aus der Science-Fiction der 1980er Jahre, plötzlich seit einem knappen Jahr wieder in aller Munde. Und das ist ja im Grunde einfach manifestierte Luft-Epoche, ja, also... Und auf der anderen Seite natürlich, was jetzt die Menschen an geistiger Flexibilität in so einer neuen Welt eigentlich auch an den Tag legen müssen, um sich gut zurechtzufinden. Ja? Also wenn jetzt jemand so sehr mit Scheuklappen durch die Welt geht und seine urehernen Dogmen hat, von denen er nicht abrücken will, dann wird es in so einer schillernden, bunten, vielfältigen Welt vielleicht auch ein bisschen schwierig werden. Wunderbar. Ja. Vielen Dank. Schön. Ja, wir sind in einem Zeitenwandel. Wir werden auch gleich drüber sprechen. Kosmologisches Bewusstsein und so. Freut euch. Also wunderbar. Vielen Dank. Ja, Christiane, du bist öfter am Nicken gewesen. Ja, ganz wunderbar. Weil du, wahrscheinlich hast du dich auch mit Astrologie schon immer wieder beschäftigt oder wird es einiges bestätigen oder sogar aus der Sicht des Human Design auch? Das ist sehr verwandt und ich habe gerade schon, als wir uns begrüßten, gesagt, Astrologie sehr faszinierend. Ich konnte mir den Zugang nie so merken. Und dann kam, spannenderweise ja eigentlich über die geistige Welt, das Human Design zu mir. Ja, und das ist total spannend. Ja. Wir werden gleich einen Einspieler von dir sehen. Ja. Ich will aber so als Einführung, ich habe ja auch überlegt in der Vorbereitung der Sendung, was gibt es noch? Es gibt Enneagramm, könnt ihr sich auch anschauen. Es gibt Archetypen der Seele nach Bader Hasselmann. Ja. Diese Dame hat das so in den 80er Jahren aus der geistigen Welt empfangen. Und es gibt Human Design, was auch der Ra-Uru-Hu, geboren Robert Allen Krakower, 8 nächtelang empfangen hat aus der geistigen Welt im Jahre 1987. Also auch ein noch recht junges Wissen, aber es ist mittlerweile vielen, vielen Menschen bekannt. Human Design. Und dazu sehen wir einen kleinen Einspieler, was Christiane Tietze da Tolles macht. Christiane Tietze lebt und lehrt mit Leidenschaft das Wissen um Human Design. Eine faszinierende Methode, die menschliche Seele mit all ihren Besonderheiten besser zu verstehen. Mit ihrer Erfahrung als Klangheilerin, Therapeutin und mediale Beraterin bringt sie in ihrer Tätigkeit mittels Human Design all ihre Fähigkeiten zusammen, um ganzheitlich den Menschen fühlbar mit seiner Einzigartigkeit, seinem Spirit, in Verbindung zu bringen. Human Design ist also eine Mischung aus westlicher Astrologie, Chakrenlehre, Kabbalah, I Ching, wird oft gesagt. Aber auf der anderen Seite ist es ja einfach ein völlig neues Wissen, das aus der geistigen Welt kommt. Ne? Also es sind ja nur Vergleiche, aber meiner Ansicht nach ist es auch wieder was völlig Neues, oder? Ich finde, Wahrheit ist immer Wahrheit, egal in welchem System. Und das habe ich hier gespürt und das ist meine Grundlage. Ja. Wahrheit muss immer Wahrheit sein. Ich glaube nur, dass wir unterschiedlich offen sind für unterschiedliche Beschreibungsformen. Und dann macht es beim einen Klick. Und beim anderen, der hat das Gleiche schon mal anders gesagt und dann nicht. Und deswegen finde ich es kostbar, dass wir hier alle sitzen und so viele verschiedene, dank dir, verschiedene Varianten darstellen dürfen. Schön. Und für mich war so, Human Design hatte eigentlich nur deshalb eine Chance, weil Ra am Anfang gesagt hat, glaubt mir kein Wort, probiert es selber aus. Weil ich bin überhaupt kein Systeme-Fan. Und diese gelebte Praxis, dieses für mich selber, es zu fühlen, zu erkunden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schluchzend vorm Rechner gesessen bei einem Reading, weil es mich da abgeholt hat, wo etwas anderes mich noch nicht erreicht hatte. Und seitdem liebe ich es. Ich bin ja ein sehr praktischer Mensch. Also für mich muss das immer im Alltag funktionieren. So diese ganz klassischen Dinge in Beziehungen mit den Kindern, mit Chefs und Kollegen und so. Und dafür finde ich es einfach unglaublich alltagstauglich. Toll. Und es klingt ja sehr theoretisch, aber du hast etwas vorbereitet. Denn es gibt auch beim Human Design nicht nur das Design des Human, des Menschen, sondern auch von gewissen Tagen. Von Tagen und auch von Zeiten. Und wir leben ja in einer unglaublichen Zeitenwandel. Auch Human Design sagt das. Der große Datum da ist 2027. Mhm. Da wechselt das Thema. Mhm. Das Thema des Kreuzes, der Planung, das wir auch jetzt über 400 Jahre hatten, wo es eben wirklich, auch wie du sagst, um dieses, wir haben einen Deal, wir leben mit der Materie, wir haben auch Vereinbarungen. Das wandelt sich und wir gehen in eine ganz und gar neue Zeit. Und ich habe ja gedacht, du hast diesen Tag heute wirklich geplant ausgesucht, weil, habe ich dir ja eben gesagt. Genau, heute ist der 22. Februar. Das heißt, die Sendung wird ein bisschen später ausgestrahlt, aber der Tag heute ist der 22. Februar. Und ich war ein bisschen neugierig, das mache ich normalerweise nicht. Aber ich habe einfach mal die Daten von diesem Tag, 17 Uhr, eingegeben und habe gedacht, wow, Thomas, genial. Weil es gibt, ich zeige das einfach mal kurz in die Kamera, wo auch immer sie ist. Ja, da. Das sieht jetzt sehr kryptisch aus und letztendlich sprechen viele auch von einem Human Design Reading, einfach weil es dann jemanden gibt, der erzählt, was genau bedeutet es denn für dich? Und für diesen Menschen hier, der an diesem Tag geboren wäre, würde man das ablesen können aus der Sonne und der Erde, hier im Bewussten und im Unbewussten. Das heißt, wir haben die Chance, nicht nur bewusste Teile von uns, das kam ja eben auch schon vor, sondern auch Unbewusste kennenzulernen. Und die sind tatsächlich wie dein Gelb und Rot sehr, sehr weit auseinander manchmal. Und für heute starten wir mit der Linie der Geisteshaltung. Wir kommen mit dem Thema wahre Freundschaft und Wertschätzung untereinander. Und wir kommen mit dem Thema Weisheit, Geisteshaltung. Wir kommen im Kreuz des schlafenden Phönix. Da geht es um Erneuerung, da geht es um den persönlichen Spirit. Und das ist das, wohin wir jetzt auch gehen, in diese neue Zeit, wo es um Selbstständigkeit geht, um Authentizität, wo nicht irgendjemand das für dich schon regelt, sondern wo du selber machst. Und das ist eine ganz neue Energie. Das merkt man auch, finde ich, bei den auch vor allem bei den jungen Leuten, die ganz andere Werte schon haben. Also es geht auch um Werte. Nicht so im herkömmlichen, wie es im Stamm quasi darum ging, so macht man das. Es geht um neue Werte, um eine Ethik. Und auch um eine Kooperation in dieser Ethik. Und das finde ich total spannend. Und all das finde ich hier drin. Mhm. Es geht um Würdigung, es geht um neue Muster. Also wenn man hier so ein bisschen bei den Planeten eben guckt, die sagen das auch alle. Und deswegen war ich der festen Überzeugung, du habest diesen Tag, ganz wunderbar. Aber es kam einfach zu dir. Toll. Lass uns das nochmal anschauen. Ja. Also das ist jetzt ein Mensch und der hat diese verschiedenen Zentren. Magst du mal beispielhaft 2, 3 dieser Zentren erklären? Ja, total gerne. Also erstmal ist das ein ganz kraftvoller Mensch, weil das ist, man würde es einen manifestierenden Generator nennen. Mhm. Das heißt, das ist jemand, kurz gesagt, der tun sollte, worauf er richtig Bock hat. Und der vieles ausprobiert. Mhm. Und der wahrscheinlich als Kind, als Jugendlicher von den Eltern immer wieder zu hören gekriegt hast, mein Gott, kannst du dich nicht mal für was entscheiden? Schon wieder veränderst du es. Und genau das ist aber richtig. Mhm. Das ist im Grunde auf Langstrecke das kraftvollste Wesen. Mhm. Also das ist ein echter Porsche. Dann geht es ganz, ganz stark um das Thema Intuition und Authentizität, ganz rigorose Authentizität. Ich muss mein Ding machen. Ich mache keine Kompromisse, sondern ich muss das tun, was authentisch ist und worauf ich Bock habe. Dann haben wir, das ist halt diese sich immer wieder erneuernde Kraft. Und 70% aller Menschen haben diese Energie in der einen oder anderen Form. Das unterscheidet sich wieder total. Und die dürften eigentlich immer nur gefragt werden, dass sie ein Ja oder ein Nein in sich spüren. Und dann kommt die Kraft. Also super. Dann haben wir jemanden, der ein absoluter Erfahrungsmensch ist. Hier geht es darum, ums Erkunden, ums Entdecken, um Begeisterung. Hier ist zum Beispiel, was ab dem nächsten Jahr dann eine starke Energie sein wird, da kriegen wir jetzt im April und so schon mal einen kleinen Vorgeschmack, dieses Neue, was kommt, dieser Neubeginn. Und diese Kraft des Neubeginns haben wir hier auch. Und wir machen Erfahrungen und dann wieder trifft es sich, dass aus diesen Erfahrungen eben Werte erneuert werden können, Werte verändert werden können. Und ja, cool. Für eine... Das ist der heutige Tag. Das ist heute, ja. Finde ich sehr cool. Ja. Und vielleicht noch zwei Worte, was ich auch spannend finde beim Human Design, wenn man zwei Charts übereinander legt, das heißt in Partnerschaften. Ja. Ja. Vielleicht so in ganz kurzen Worten. Zunächst einmal, man kann ja dieses Chart kostenlos aus dem Internet herunterladen. Absolut, ja. Aber das dann zu deuten, ist eine Wissenschaft für sich. Dadurch, da bist du da als Expertin zum Beispiel. Aber vielleicht so zwei, drei spannende Punkte. Warum ist es so interessant? Es ist deshalb so interessant. Wie ich sage ja, 70% haben diesen genialen Motor, bleiben 30. Die haben den nicht. Mhm. Und das macht Probleme. Mhm. Weil... die mit Motor verstehen es nicht, weil für die, jeder von uns glaubt ja, so wie ich bin, ist normal. Und da kann man beschreiben und wirklich Dynamiken aufzeigen, gerade für Kinder. Ich mache gerade was für Eltern und Kinder, einfach damit man sieht, was braucht mein Kind wirklich. Es hört sich, das ist natürlich kein schönes Wort, aber es ist ein bisschen, als würde man eine Betriebsanleitung bekommen für Einzigartigkeit. Weil, wie du richtig sagst, keiner ist gleich. Es gibt keine gleichen Menschen, weil immer etwas anders Prägendes wirkt. Aber man kann sehen, und das sind so Geschichten, wenn auf einmal das Familienleben besser klappt. Mhm. Weil die Eltern verstehen, dass das Kind nicht für Marathonwanderungen und Radfahrten gedacht ist, sondern einen ganz anderen Blick hat. Mhm. Und so kommt viel mehr Erfolg. Es gibt also Projektoren, das sind Menschen, die eine sehr, sehr gute Wahrnehmung vom anderen haben, die im Grunde um drei Ecken gucken können. Und wenn die mit einbezogen werden, wenn das auf einmal einen Wert bekommt, dass man nicht immer tun muss, sondern dass es auch vom Stuhl hier ausgehen würde, dann kommt mehr Würdigung und Ehrung zu allen und dann klappt es einfach besser. Ja. Danke dir, Christiane Tietze. Human Design. Dankeschön. Der Wissenschaft für sich und ich finde, es ist noch viel zu wenig bekannt, deswegen war es mir jetzt einfach mal wichtig, das ein bisschen vorzustellen. Voll schön. Und neben mir sitzt ein Cosmic Mentor. Jens Jung, du kennst dich wunderbar aus mit dem asiatischen Weisheitswissen der alten Chinesen, verbindest dies aber mit neuem Wissen und der Wendezeit und Astrologie. Und auch über dich haben wir einen kleinen Film vorbereitet. Jens Jung ist ein Cosmic Mentor. Aus eigenen spirituellen Erfahrungen und der Kombination von universellen Weisheitslehren wie ursprüngliches Feng Shui, Geomantie, Astromantie, Schamanismus und I Ching bietet er wahrlich eine umfassende Landkarte der Seele und der Lebensorte. Er ist überzeugt von einer Wendezeit, in der wir uns alle befinden und unterstützt hierbei die Interessierten auf ihrem Entwicklungsweg. Ein wahrer Quantensprung, der uns vom Irdischen in die Zeit des kosmischen Menschen begleitet. Das Verstehen kosmischer Gesetzmäßigkeiten hilft uns sehr dabei. Ja, Jens, ich grüße dich. Schön, dass du hier bist. Hallo, dankeschön. Ja, fangen wir mal an mit diesem uralten Wissen aus China. Mhm. Ja. Ich erinnere mich so, da geht es um auch kosmisches Eingebundensein des Menschen in eine Gesellschaft, in eine Familie. Das wurde später auch ein bisschen politisch genutzt oder missbraucht, wie man es auch nennen mag. Aber dieses Eingebundensein in den Kosmos, das war damals ein herrschendes Wissen, oder? Kann man das so sagen? Ganz genau. Das waren die Grundprinzipien. Heute ist Feng Shui ein bisschen schöner wohnen geworden. Ja. Leider muss man sagen. Ja. Aber das Grundwissen geht über 5000 Jahre zurück und es ist wirklich die Anbindung des Menschen an die Erde, an die Zeitzyklen, die Planetenbahnen, die Mondphasen, das I Ching, die Astrologie. Mhm. Also ein umfangreiches Wissen, wo ich quasi das Feng Shui als Kompass nutzen kann, für die Landkarte der Seele oder auch als Spiegel, wo stehe ich jetzt im Leben, was sind meine Potenziale, was sind meine Aufgaben, was sind meine Stärken. Auch nochmal für die Kinder. Also ich bin hier nur am Nicken und freue mich, dass das so übereinander passt, weil die ganzen Systeme sich wunderbar auch in dem asiatischen Feng Shui finden, weil es einfach eine kosmische Geschichte ist, die man jetzt für sich nutzen kann, ohne großartig umzuräumen oder eine bestimmte Gestaltung machen zu müssen, sondern einfach für seinen Seelenweg das Bestmögliche rauszunehmen. Das ist ja toll. Also ich habe Feng Shui immer nur so verstanden, ja, was steht wie im Raum, ah, so sind die Energien, aber du machst ja einen riesigen Kosmos auf. Genau. Erzähl das gerne noch ein bisschen genauer, wie kann man das besser verstehen? Eine uralte Feng Shui-Beratung sieht eigentlich aus, ich gehe vor Ort und schaue mir erstmal die ganze Landschaft an. Mhm. Ich schaue mir quasi die Geomantie an. Was für Berge, was für Flüsse, was für Erdkräfte, Wasseradern, Verwerfungen, Gitternetze. Geschichte des Ortes, war da ein Schlachtfeld, ist da was anderes passiert? Sonst bringt es nichts, wenn ich eine Wand gelb streiche, wenn vorher zum Beispiel ein Grab unter meinem Bett war. Ja. So, das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist, über eine Kompassmessung die Magnetfeldenergien zu nutzen. Das heißt, überall tritt in das Haus eine andere Magnetkraft, die mir eine Information gibt. Das ist die zweite Ebene. Dann kommt die Astrologie hinzu. Das heißt, ich gucke Planetenkonstellationen, astrologische Geschichten. Es gibt gewisse Supporting-Berechnungen. Das heißt, das ist mein Stempel von meiner Geburt. Was sind meine Hauptelemente? Was ist meine Tageszeit, die ich am besten nutze? Was ist mein Klima, das ich am besten verwenden kann? Farben, Formen, Materialien. Was sollte ich studieren, dass es in meine Kraft mich bringt? Was ist mein Beruf? Und was sollte ich vielleicht lieber lassen, weil es wirklich unglaublich schwer werden kann. Ja. Dann kommen Zeitzyklen hinzu, das heißt, da sind wir wieder beim I Ching. Das heißt, das I Ching ist ja im Grunde eine Verbildlichung des Kosmos des Dao. Ich habe diese 64 Hexagramme, die in Verbindung stehen mit den 64 genetischen Codons unserer DNA. Und somit kann ich quasi über diese gezielten Punkte im Feng Shui Akupunkturpunkte setzen, um dieses ganze Kosmische für den Menschen zu harmonisieren. Ganz grob gesprochen. Wow. Also eine sehr, sehr umfangreiche Geschichte, die Zeit benötigt und erforderlich natürlich auch ist, dass ich etwas verändern möchte. Und wahrscheinlich ein jahrelanges Studium. Mittlerweile reines Feng Shui, 15 Jahre. Okay. Ja. Damit man diese hunderte Berechnungsmethoden, das sind dann 0,1 Grad auf dem Kompass Abweichungen, die mir unendlich viele Informationen geben, wo ich dann gezielt analysieren und etwas harmonisieren kann. Hast du da eigentlich viele Kollegen in Deutschland oder sind das nur ganz wenige, die das so tief? Wenige, weil irgendwann wird es so kompliziert, dass man es hauptberuflich machen muss. Ja. Sonst kann ich mir das nicht mehr merken, ich kann es nicht mehr anwenden. Und dieses kosmische Feng Shui nennt sich Hexagramm Feng Shui, wie der Name sagt, über die Hexagramme, die I Ching. Und das ist natürlich eine Geschichte, das sind nicht viele. Aber die, die es machen, sind schon sehr, sehr viele Jahrzehnte drin und es ist eine unglaublich tolle Geschichte. Auch in Kombination mit der Astrologie, der Geomantie, wo ich wirklich gesamtmäßig mal gucken kann, was da los ist. Und ich habe gelesen auf deiner Webseite auch Astromantie und Cosmomantie. Genau. Was ist das denn? Astromantie war eigentlich vor Jahrtausenden die Zusammenführung der Astrologie und der Astronomie. Es gab die Astromanten, die über die Erdkräfte, über die Sterne gelesen haben, welche Energien manifestieren sich jetzt, wie kann ich die nutzen, wo baue ich am besten, was mache ich, dass keine Lawine runterkommt, mache ich vielleicht einfach meine Eisenbahn über eine Bergkette, wo die Chinesen ja die Europäer rausgeschmissen haben, um Gottes Willen, weil ich damit eine ganze Landschaft zerstören kann. Das heißt, die Geschäfte laufen nicht mehr, die Wirtschaft geht zugrunde. Und da sind wir wieder bei der Stadtplanung oder auch bei einer ganzen Landschaftsplanung. Das heißt, wo mache ich etwas, zu welcher Zeit, Mondzyklen spielen eine Rolle. Und im Feng Shui nennt sich das Date Selection. Das heißt, über Mond, über Sonne kann ich mir die Tage errechnen, für Hochzeit, aber auch für Saat, für Friseur, für Geschäftseröffnungen, für Produktionen, im Grunde das komplette Spektrum. Und umso kraftvoller ich das mache, umso erfolgreicher wird es dann. Toll. Was ich jetzt echt nicht gewusst habe, dass sozusagen da eben die Astrologie mit einbezogen ist, das I Ching, das ist abgefahren, oder? Ja. War dir das bekannt? Ja, ich war ja mehrere Jahre Gastwissenschaftler an der Universität Erlangen. Ja. Gibt es das weltweit größte Forschungskolleg über Vorhersage. Und das war ja ungefähr zur Hälfte von Sinologen bestückt. Der Professor Michael Lackner, einer der renommiertesten Sinologen im deutschen Sprachraum, der hat das gemacht. Und der hat ja auch immer betont, es gab ja im ostasiatischen Raum nie diese Zäsur der Aufklärung wie in Europa. Das heißt, es ist eigentlich bis heute, bis hoch in akademische Kreise, ganz normal, dass man da eben den Kalender befragt, dass man Feng Shui befragt, dass man zum Wahrsager geht, um sich vielleicht Also er hat da immer ein schönes Beispiel, wo der taiwanesische Präsident der Wissenschaft nach Deutschland gekommen ist und dann ist er plötzlich einfach 2 Tage später gekommen. Und dann war die Frage, ja, warum kommst du jetzt hier 2 Tage später? Naja, ich war beim Wahrsager, der hat gesagt, fahr doch lieber 2 Tage später, ist ein besserer Termin. Das ist dort ganz normal. Ja. Und unter anderem der Jeffrey Kotick, ein guter Freund von mir, Tibetologe, der hat auch rekonstruiert, wie die westliche Astrologie im 7., 8. Jahrhundert übers Perserreich auch nach China gekommen ist. Das heißt, auch in China gibt es eine westliche astrologische Tradition. Warum es sich in China nie so durchsetzen konnte wie hier bei uns, ist einfach auch das chinesische Zahlensystem, weil du dadurch halt einfach nicht diese komplexen astronomischen Berechnungen machen kannst. Aber so Planetenballungen und so weiter, das waren ja, sind ja auch in Ostasien, waren es immer ganz wichtige Indikatoren, zum Beispiel für Dynastiewechsel. Ja. Also da sieht man auch, wie früh eigentlich auch die Welt schon global vernetzt war. Wow. Ja. Ja. Toll. Und das wünschen wir uns, dass wir uns jetzt wieder mehr vernetzen und wieder ein bisschen zusammen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ihr da jetzt schon so nickend einander bestätigt. Ich finde das großartig. Und liebe Johanna, du siehst, Mondwissen ist in aller Köpfe dieser Menschen. Wie ist es mit der Geomantie? Habt ihr damals auch, wussten die Menschen um die Erdkräfte, um die Erdenergien, von denen du kurz gesprochen hast? Also nicht in dem Maße, wie man es jetzt heute sieht oder wie man es immer hört, sondern es war relativ einfaches Wissen, ein Erfahrungswissen. Und man hat gemerkt, dass das funktioniert. Das heißt, das war den Menschen dann schon, und würde ich sagen auch heute noch, schon auch sehr wichtig. Also es ist nicht nur wichtig, dass ich etwas lerne oder etwas erfahre, sondern dass ich auch erfahre, dass das funktioniert. Und es ist im Prinzip einfach, man braucht natürlich einen Kalender. Also das ist etwas, was ich auch brauche. Ohne Kalender geht das nicht. Und man hat halt früher im Winter den Kalender angeschaut, wie mache ich im Frühjahr den Garten, wann setze ich die Bäume, wann schneide ich sie, wann ist die beste Zeit ernten. Und man hat natürlich auch immer gleich die Alternativen sich gemerkt, also beziehungsweise notiert, weil es funktioniert ja nicht immer, es kann auch ein Bauer mal krank sein oder es kann auch mal das Wetter überhaupt nicht funktionieren. Und dann gibt es immer Alternativen. Und das auf den Mond schauen war natürlich in unserer Familie gang und gäbe. Aber wir haben es schon zum größten Teil eben auch heimlich gemacht. Nicht, weil es jemand nicht wissen sollte, sondern weil es wirklich leider Gottes die katholische Kirche als Aberglauben hingestellt hat. Oder man sagt so Bauernregeln. Natürlich funktionieren Bauernregeln, das wird heute belächelt. Bauernregeln waren früher in einem Tal gültig. Und auch wo ich aufgewachsen bin, ist das nächste Tal, hat eine andere Bauernregel gehabt, nur das hat funktioniert. Natürlich nicht immer 100%ig, aber man hat schon, und ich beobachte das ja auch bis heute, und wo ich jetzt wohne, wohne ich ja noch nicht so lange. Das heißt, man muss die Natur schon beobachten, bis ich weiß, wenn da Wolke kommt, das interessiert mich null, was Radio am Wetter sagt, weil ich weiß, die tut mir nichts. Ja. Oder in Tirol hat man genau gewusst, dass Kinder schon, wenn wir um Blaubeeren gegangen sind oder so, wenn da Wolke hinterm Kaisergebirge in einer bestimmten Position kommt, müssen wir heim. Da kam es gerade noch heim. Und wir wohnten zwischen 2 Wildbächen und die gehen natürlich bei einer bestimmten Wetterlage beide über. Das heißt, wenn ich jetzt auf irgendeinem Gebirg bin, komme ich ja gar nicht mehr zurück. Also ein kleines Bächchen, wo ich nur drüber springe, habe ich keine Chance mehr, da zurückzukommen. Und das sind auch Dinge, wo man weiß, zum Beispiel Tierkreiszeichen Löwe, wie es jetzt heute auch ist, jetzt ist ja noch nicht Sommer, aber im Sommer, wenn Löwe ist, sind die Gewitter kräftiger und stärker. Und da dürften wir gar nicht dahin gehen, weil wir dann vielleicht nicht mehr heimkommen. Und das hat man erlebt und das hat funktioniert, auch wenn es nicht immer 100%ig ist. Und diese Mondrhythmen, die wurden immer auch berücksichtigt. Man hat halt nicht darüber gesprochen. Heute kann man darüber sprechen. Wo wir 91 das Buch rausgebracht haben, war es schon auch im Nachhinein gesehen sehr mutig. Also man musste mir irrsinnig viele Sachen anhören bei den Vorträgen. Zum Teil waren immer Leute drin, die nur das Gegenteil beweisen wollten, geschimpft und gemacht und so ein Schmarrn und so weiter. Und ich habe mir halt gedacht, okay, Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass dieses Wissen nicht mehr geheim bleibt. Und wenn man damit in die Öffentlichkeit geht, werden alle hier bestätigen können, dass man angefeindet wird. Und ich habe mir gedacht, naja, okay, jedem kannst du ja nie recht machen. Ich kann es zumindest mir recht machen, dass ich ein gutes Gewissen habe, dass dieses Wissen nicht verloren geht. Und das bekräftigt mich manchmal bis heute noch, weil man muss sich schon einiges anhören. Ja. Und das wird aber jetzt immer besser eigentlich. Jetzt, wo man nichts mehr macht, wird es besser. Aber mir hat es damals auch nicht so viel gemacht, wie man das glaubt, weil meine Überzeugung war, wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht es verloren. Und dieses Fanatische, du musst da das machen, du musst da, du darfst da, das mag ich überhaupt nicht. Und deshalb war es mir auch wichtig, das nach außen zu bringen, dass man nicht da einfach nur noch mondsüchtig ist. Und ich sage das auch immer bei den Vorträgen, wenn ich fertig bin, geht's heim, bitte werdet mir nicht mondsüchtig und sagt nicht heim, ja, Frau Paungger hat gesagt, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das sollst du und schon. Erstens einmal interessiert es niemanden, der es nicht erleben kann oder in Ruhe hört. Und ich will auch nicht ein Wissen aufgedrängt haben, wo ich noch nicht reif dazu bin. Und das erleben wir alle, bis hin zu Büchern, die ich mir kaufe, weil es jetzt wirklich interessant mich bewegt. Dann stelle ich es nach dem Lesen ins Bücherregal und stelle fest, das hat mir schon mal jemand vor 10 Jahren geschenkt. Also wir haben alle unsere Zeit und der richtige Zeitpunkt, der ist spürbar. Aber wir können es halt nicht immer genau so leben. Und diese Menschen zu überzeugen, finde ich, ist grundsätzlich falsch. Ja. Wunderbar. Danke für deinen Mut. Applaus. Großartig. Und danke auch, lieber Jens, für dein großartiges Wissen. Das ist wirklich auch für mich jetzt neu gewesen in dieser Fülle. Ganz, ganz toll. Also, wir leben in spannenden Zeiten und du hast schon angedeutet, jetzt öffnen sich wieder viel mehr Menschen für dieses Wissen. Auch das mit den Händen, das war sehr interessant. Ja. Wir haben als Kinder, ich habe es als Kind blöd gefunden, aber ist halt so, wenn wir Angst hatten oder wenn was wehgetan hat und so und unsere Eltern dann, also mehr die Mama, der Papa weniger, der hat ja auch nichts gehört. Und wenn man Angst hat, muss man einen Zeigefinger nehmen, wenn man Magenschmerzen hat oder so, dann Daumen und der Mittelfinger, wenn man nicht schlafen kann, Leber und Galle. Und wenn man traurig war, den Ringfinger. Und das hat man hat wirklich nie gewusst, warum. Ich habe es manchmal blöd gefunden. Ich wollte natürlich bei vielen Kindern, ist so, dass du schon zurückstecken musst. Und dann habe ich mir schon manchmal gewünscht, also mal einen Tag ein Einzelkind sein, wäre auch vielleicht nicht schlecht. Und sie hat halt immer was gehabt zum Gleichheilen. Und ich wollte mal so. Ich werde jetzt nicht krank sein, aber mal einfach, dass sich mal jemand kümmert und nicht einfach, naja, haltst du einfach den Finger, dann wird das schon. Und das hat blöderweise auch immer funktioniert. Ich habe immer gemeint, das ist so ein Schmarrn. Und das habe ich auch bei meinen Kindern oft noch gesagt und die wissen das auch. Und es ist interessant mit den Fingern, was man da so hört, dass natürlich schon andere das auch so machen und dass es auch funktioniert. Oder beim Zahlenrad mit den Stationen. Erfahren natürlich durch die Bücher, die man dann veröffentlicht, hört man, andere machen das auch. In China machen es das schon Jahrtausende, das wusste ich auch. Nur dieses ewige Geheimhalten oder was viele haben, dann erfahren sie mal was und dann behalten sie es wieder für sich. Ja? So nur ich bin gut. Und es ist fürchterlich, das ist einfach nicht richtig. Und so kann man so viel miteinander verbinden und jeder Mensch braucht zu jeder Zeit etwas anderes. Auch die Kinder. Und es ist ganz einfach, wenn ich mit einem 5-Jährigen rede, dann brauche ich nicht Baby spielen, aber ich brauche eine andere Sprache, ich brauche einen anderen Zugang. Oder wenn ich mit jemandem spreche, der einen Trauerfall gerade hinter sich hat, da kann ich auch nicht einfach, also wir passen uns an. Und so hat jeder eine Phase, wo er offen ist für eine Hilfe. Und es ist nicht, wenn ich jetzt bei ihm eine Hilfe erfahre, heißt das nicht, dass das mein Mann genauso hilft oder meinem Kind. Und das sollten wir alle ein bisschen lernen, dass wir nicht so die eierlegende Wollmilchsau präsentieren. Und das, was ich erfahren habe, das gut ist, so, das ist jetzt für alle gut. Und das, finde ich, ist bei der Ernährung, geht das schon an, was wir da für Vorschläge oft kriegen, das ist zum Grausen. Ja. Und wenn der Nachbar von dem Bauchweh kriegt, muss nicht ich kriegen und umgekehrt. Und das, glaube ich, wäre so die Zukunft, dass wir ein bisschen mehr zusammenarbeiten und nicht jeder so meint, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen, sondern ein Kind behandelt man anders, einen Kranken behandelt man anders, unvorausgesetzt, wenn es gewünscht wird. Das ist auch sehr wichtig, dass man nicht einfach so das Wissen so raus und so ein Ego, ja, so ein ungesundes Ego. Das ist auch ganz schlecht, finde ich. Und wenn man so ein bisschen, es gibt einfach viele Leute, die haben wenig Empathie. Da weiß man jetzt durchs Zahlenrad, weiß man, der kann nicht anders. Ich kann von dem das nicht verlangen. Und ich finde es immer so lustig. Ich bin ja ganz lange in Bayern gewesen, deshalb auch so, dass die Leute meinen, ich bin von da. Der Spruch in Bayern gefällt mir gut, wenn sie mir sagen, einen Nackerten kannst du nicht ausziehen. Ja. Und das sagt eigentlich schon viel aus, weil wir versuchen schon oft was zu verlangen, ob es ein Verständnis ist oder eine Tätigkeit, die der andere einfach nicht hat. Und wie die Christiane so sagt, wir müssen einfach fühlen, was der andere jetzt gerade braucht. Und wenn jemand eine bestimmte Signatur hat, dann ist er längst nicht der gleiche Mensch, der die gleiche Signatur hat. Und das feinfühlig zu lernen, denke ich, wäre so unsere Zukunft. Und schön. Ja. Schön. Ja. Ja, das ist ja so wunderbar. Wir sind völlig unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Wesen mit unterschiedlichen Qualitäten, Energien. Und das sieht man umso mehr, je mehr man sich da hineinbegibt in Human Design, Astrologie und so weiter und so fort. Ich finde es toll. Ich finde es auch toll, dass sicher auch durch deine Arbeit das Mondwissen jetzt viel bekannter geworden ist in letzter Zeit, finde ich wirklich großartig. Wie ist es eigentlich bei der Astrologie? Die war ja eine Weile, war sie nicht so beliebt. Es gab schon mal Hochphasen der Astrologie. Wie steht es da momentan um die Astrologie? Also Astrologie hatte immer schon solche Wellen, wo sie teilweise sogar Staatswissenschaft war und dann wieder teilweise bei Todesstrafe verboten wurde. Also so im alten Rom hatten wir das so auch schon. Ja, ja. Im alten Rom, da gab es Kaiser wie Marc Aurel, die selber praktizierende Astrologen waren und wo Astrologie hoch anerkannt war. Und da konnte es sein, dass nur Jahrzehnte später plötzlich auch Astrologie bei Todesstrafe als Aberglaube verboten wurde. Und diese Welle, also dass das Wissen sozusagen wieder offizialisiert wird und dann wieder in den Aberglaube verdrängt wird, das zieht sich halt seither durch. Ja. Also die letzte große Hochphase hat man sicher so in der Renaissancezeit bis ins 17. Jahrhundert rein. Teilweise waren aber auch die Astrologen selber nicht ganz unschuldig, dass das Wissen dann verdrängt wurde. Beispielsweise während dem Dreißigjährigen Krieg. Damals haben die Astrologen vor allem sehr viel Geld mit den Almanaken verkauft, verdient. Also das heißt, da gab es halt immer einen Jahresalmanach, wo drin steht, da kommt jetzt eine große Flut und da kommt ein großer Krieg und da gibt es Versehrungen und so weiter, da kommt ein Unwetter. Und je spektakulärer diese Unglücksprognosen waren, desto mehr haben die natürlich Almanache verkauft. Das heißt, die haben jetzt während dem Dreißigjährigen Krieg extrem übertrieben. Dann gab es 1654 hier im deutschen Sprachraum eine Sonnenfinsternis, Und da haben sich die Astrologen offiziell einen riesen Disput geliefert, wird es jetzt eine totale Sonnenfinsternis oder eine partielle, woraufhin dann die Menschen gesagt haben, naja, wenn diese Astrologen dann sich nicht mal entscheiden können, ob es jetzt eine totale oder partielle wird, die wollen denn wieder irgendwelche Hungersnöte und Krieg und Katastrophen vorhersagen. Und das war eigentlich dann das letzte große Ende der Astrologie, Ist dann im 20. Jahrhundert vor allem so über Theosophen, Anthroposophen wieder so ein Stück weit wiederentdeckt worden. Und allein im 20. Jahrhundert gab es da verschiedene Wellen, 1920er Jahre, 1930er Jahre, aber hier in Deutschland wirklich so eine absolute Hochphase, wo viele Akademiker, Professoren, Doktoren, Naturwissenschaftler sich wieder ernsthaft mit Astrologie beschäftigt haben. Das ist dann radikal durchs Dritte Reich beendet worden, Und so die vorletzte große Astrowelle war 1980er Jahre, 1990er Jahre, so die Welle der psychologischen Astrologie. Und dann ist halt immer dasselbe Spiel, nicht nur bei der Astrologie, sondern bei jeder Modewelle. Je erfolgreicher dann sowas wird, desto mehr kommen die Trittbrettfahrer, die halt nur sozusagen nachäffen, was man da halt so macht, oder dass vielleicht das Wissen wirklich eine Rolle spielt. Und dann kommt es irgendwann zur großen Übersättigung, wo halt die Menschen sagen, jetzt da hinter jedem Busch lauert schon ein Astrologe und jeder erzählt irgendeinen Blödsinn. Das kann ja nichts sein. Ja, und dann geht es halt sozusagen wieder den Bach runter. Das hat man so in den 2000er Jahren, 2010er Jahren. Und jetzt aktuell ist halt wieder die Welle ziemlich am Aufblühen. Ist schon so Mitte der 2010er Jahre losgegangen. Gerade im amerikanischen Raum, ja, so diese ganze Wiederentdeckung der klassischen Astrologie, wo man zum ersten Mal sehr viele Originalquellen aus dem hellenistischen, aus dem arabischen Kulturkreis, wo man erstmals Übersetzungen hatte, dass man auch wirklich auf dieses alte Wissen zugreifen konnte. Ist sicher auch jetzt dann durch die Corona-Zäsur auch nochmal befeuert worden, ja, weil da halt die Astrologie doch einfach sehr wichtige Orientierung liefern konnte. Aber natürlich alles vielleicht im Zyklen, das heißt, es wird dann auch irgendwann wieder ein Ende geben. Ja. Ja. Also das ist aber so, meine Astrologie arbeitet ja mit Zyklen, es wäre ja wundersam, wenn Astrologie nicht selbst dann auch diesen Zyklen unterliegen würde. Ja. Und siehst du als Astrologe eine zukünftige große Hochphase der Astrologie? Ja, also aktuell merkt man schon wieder so ein bisschen so eine Übersättigung, ja, okay, dass einfach ganz viele, die vielleicht mal ein halbes Jahr, ein Jahr Astrologie machen, dann sofort mit ihrem Kanal rausgehen und sich gegenseitig übertrumpfen mit Horrorprognosen. Da ist eigentlich ja absehbar, dass das dann vielleicht irgendwann auch ein Stück weit wieder sich überleben wird. Aber wir haben es ja gesehen, 1980er Jahre, da gab es ja auch einige Koryphäen, Claude Weiß mit Astrologie heute zum Beispiel, Alois Dreien mit dem Astrodienst Zürich, die dann eben auch durch solche schweren Zeiten trotzdem gut durchgekommen sind. Also ja, das ist halt nicht nur bei der Astrologie so oder generell im Esotainment, ja. Es ist auch in den Wissenschaften so, da hat man halt passionierte Forscher, die mit Leib und Seele sozusagen da ihr Wissensgebiet erforschen, und wenn es dann irgendwann groß wird, gibt es halt viele Mitläufer. Da ist die Astrologie auch keine Ausnahme. Und wahrscheinlich ist es doch so, was man immer wieder hört, dass sehr viel mehr Politiker auch sich schon mal Horoskope geben lassen, nur offiziell nicht so groß darüber sprechen. Ja, das war immer schon so. Also, wo man es ja wissen, ist zum Beispiel Ronald Reagan oder Mitterrand in Frankreich, also die wirklich sich ganz exzessiv am astrologisch beraten lassen, und auch in der heutigen zeitgenössischen Politik, übrigens querbeet über alle Parteien, gibt es auch zahlreiche namhafte Politiker, die auch da den Rat suchen. Wobei man es natürlich heute auch ein bisschen so wie in Ostasien handhabt, dass man sagt, okay, das ist nicht hier die eine Prognose, die eine Wahrheit, sondern es ist halt einfach eine Informationsquelle unter vielen, und das gewichte ich dann im Kontext von all dem. Ja? Also so nach dem Motto, auch mal schauen, was sozusagen die Sterne zu einem sagen, ja, wo da die Reise hingeht. Aber im Regelfall ist es dann nicht die einzige Entscheidungsgrundlage. Ja? Wie ja auch zum Beispiel in der astrologischen Unternehmensberatung. Das stellt man sich oft so banal vor. Da kriegt der Astrologe die 10 Horoskope, dann sagt er, den nehmt ihr, den nehmt ihr nicht. So macht man es ja nicht. Ja? Du sagst im Grunde der Firma, dem Personaler, okay, bei dem fragst du mal die 10 sensiblen Fragen und bei dem fragst du mal andere 10 sensible Fragen, und dann wirst du ja eh schon gleich sehen, wie der darauf reagiert. Ja? Das heißt, und so funktioniert es dann auch für jemanden, der vielleicht von Astrologie nichts hält, ja, weil die Reaktion des Kandidaten sieht er ja trotzdem. Ja. Also das ist auch der viel elegantere Weg, wirklich Astrologie nutzbringend für alle einzusetzen. Es soll ja keine Entscheidungsmaschine sein. Also Wahrsagesysteme werden ja früher oder später immer als Entscheidungsmaschinen missbraucht. Soll ich nicht? Ist es gut, ist es böse? Ja. Ja. Das war schon im alten Rom so, ja, die Auguren, das waren ja eigentlich diese hohen Gelehrten, wie Cicero beispielsweise ja auch, die da den komplexen Flug der Vögel deuten, und das war ja dann eine ganz spezielle Kartografie, welche Himmelsrichtung bedeutet was, welche Vögel haben welche Bedeutung. Und das ist dann auch immer mehr zu einer Entscheidungsmaschine trivialisiert worden. Am Schluss waren die Auspizien einfach im Grunde ein Fressorakel. Das heißt, die Hühner, wenn man denen Futter hinschmeißt, wenn sie es fressen, heißt es ja, wenn sie es nicht fressen, heißt es nein. Ja, auch mit dem wunderbaren Effekt, dass man das auch schön manipulieren konnte. Wenn man unbedingt ein Ja wollte, hat man die einfach ganz lang hungern lassen und besonders leckeres Futter hingeschmissen. Ja, also diese Tendenz, wissenschaftliche Systeme als Entscheidungsmaschinen zu missbrauchen, die es halt gang und gäbe. Aber im Übrigen auch in der Wissenschaft. Ja, also ein Bekannter von mir ist ein sehr bekannter Klimaforscher, und immer wenn die Politiker zu ihm kommen und sagen, okay, wie viel Grad wird es denn im Jahr 2040 haben? Er sagt, okay, wir haben hier verschiedene Entwicklungskorridore, je nach unserem Verhalten ist es halt dann der Pfad oder jener Pfad oder der nächste Pfad. Aber das interessiert die gar nicht. Die sagen, nee, wir brauchen jetzt hier eine Gradzahl, damit wir hier Entscheidungen treffen können, und fertig. Ja, also das ist natürlich immer so ein Stück weit die Gefahr dabei. Ja, wunderbar. Dankeschön. Ja. Also so Systeme können immer verschiedentlich genutzt werden und missbraucht werden, ja. Und im Grunde sind es aber alles Systeme, die uns helfen zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Und lieber Pascal, von dir habe ich eben gelesen, du sagst, nee, falsche Karte, aber ich weiß von dir, geht auch ohne Karte, dass du den Menschen auch auf ihren Bewusstseinsweg hilfst, indem du die Hand liest. Magst du das mal so ein bisschen erläutern? Ja, was neu in der Handlesekunst ist, es ist die Deutung der Fingerabdrücke. Ja. Und bis 1979 war das nicht bekannt. Also Richard Unger hat das als erster Mensch entschlüsselt. Er hat Menschen die Hände gelesen und jemand anderen auch und hat gesehen, die haben sehr die gleichen Hände, aber sie waren trotzdem sehr verschieden. Und er hat sich dann gefragt, ja, woher kommt das? Da muss doch eine Information irgendwo sein, dass, wo in den Händen steht. Und hat gesagt, die Fingerabdrücke, die sind noch nicht erforscht worden. Und die waren schon früher angeschaut, auch in Indien und China, aber nur einzeln, aber nicht im Kontext aller 10. Und da hat er dann, ja, wie es halt so Forscher halt sind, wie ein Einstein, man grübelt. Und da war er zuerst in der Medizin hat er dort gelesen, weil die forschen auch sehr viel über die Hände, aber mehr auf Gesundheitsebene. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, macht es irgendwie padabum. Und dann hat er da irgendwie diese Formel im Kopf gehabt und dann hat er das begonnen zu testen. Und das Spannende ist, dass die Fingerabdrücke schon 5 Monate vor Geburt ihre fertige Form haben. Oh. Also wir kommen nicht irgendwie als ein weißes Blatt Papier auf die Welt und dann sind all unsere Traumas, immer die Eltern schon, ich finde es ein bisschen unfair gegenüber den Eltern, wenn man immer ihnen die Schuld gibt an unseren Themen, die wir halt haben. Und wir kommen schon 5 Monate vorgeholt mit einer Geschichte, in einem Drehbuch und, ja, und bringen dann halt eben schon diese Themen mit, wir nennen das Lebenslektion, das ist so der Ort, wo, ich habe vorher das Bild gemacht vom Haus mit dem Zimmer, das sind das Zimmer, wo dann kein Licht drin brennt, da ist dunkel und der Mensch hat die Angst vom Dunkeln und das ist einfach eine unbekannte Angstquelle und die kann ich dann sehr genau definieren und das geht es eben dessen bewusst zu sein, also es geht nicht direkt um die Handlung, sondern zu erkennen, okay, jetzt geht es wieder los, jetzt bin ich wieder da drin, ich bin in diesem Zimmer und jetzt geht es wieder ab und ich bekomme ein Hyper, ich vibriere, ich zittere, was mache ich jetzt? Und da zeige ich dann auf, wie man halt das dann umsetzt, wie man das quasi anwendet. Zum Beispiel aus meiner eigenen Geschichte, ich bin sehr schnell eingeschüchtert und ich war früher Eishockeyspieler und im Training, ich war immer der Trainingsweltmeister. Aber wenn es drauf ankam, vor den Zuschauern, habe ich gezittert. Und ich wusste, was ist denn da los? Und ich konnte einfach nicht in der gleichen Selbstüberzeugung spielen wie im Training. Bis ich dann halt gesehen, dass ich so ein Programm habe, wo quasi ein Teil meiner Seele halt viel quasi seinen freien Willen genommen wurde und eingeschüchtert worden ist oder und so weiter. Ich gehe jetzt nicht zu viel in Details. Und das muss ich halt jetzt lernen, immer wieder quasi über meinen Schatten zu springen. Und das geht halt nur, indem man halt immer wieder aufs Pferd rauf geht. Wieder rauf. Und über die Erfahrung, über das Tun. Aber eben sich dessen auch bewusst zu sein. Und das ist dann halt das Spannende, wenn man sieht, wie diese inneren Programme ablaufen und ohne, dass man es will, es kommt einfach immer wieder. Und ich habe es auch immer versucht aufzulösen, dieses und jenes. Also diese Einschüchterung hat natürlich auch viel Wut und Aggression. Ich habe mir gedacht, warum bin ich immer so wütend und aggressiv? Was ist da los? Und keine Ahnung. Und warum hat mich der Vater auch immer irgendwie eingeschüchtert und so? Aber er hat die Rolle halt gehabt, um für mich halt diesen Schatten hervorzubringen. Und so heißt, jeder Mensch um uns herum ist eigentlich ein Entwickler für dich. Und wenn du das kennst, dann siehst du diese Vernetzung um dich herum. Ja. Und dann bist du eben wach und bewusst und siehst dich eben nicht immer nur als Opfer der Umstände und gibst immer den anderen die Schuld oder was auch immer, sondern Bewusstsein heißt in dem auch erwachsen werden und nicht immer im Kind sagen, was soll ich denn machen, sondern ja, du nimmst eben dein Leben in die Hand und trägst Verantwortung. Schön. Also ein Weg zur Selbsterkenntnis, und wahrscheinlich würde ein Horoskop Ähnliches, würde ich sagen. Human Design auch, und das ist ja jetzt das Spannende. Also, kurze Nachfrage. Kannst du dann schon von einem neugeborenen Baby aus der Hand etwas ganz viel lesen? Ja, ich muss natürlich die Lupe haben und ganz klein, aber es ist immer, wenn das Kind das Fäustchen macht und so, dann lese ich nicht rein. Also dann kommen die Eltern und sagen, komm, lese mal die Hände. Also der freie Wille des Kindes ist heilig. Und wenn ich sehe, dass das Kind irgendwie einfach nicht will und nicht das macht, dann lese ich nicht. Also, aber ja, ein kleines Baby ist ein voller Mensch. Und das ist ja das Schöne, wo es darum geht, ja, wir müssen eigentlich die Kinder nicht irgendwie ihnen etwas zeigen, wie es geht, sondern man muss ihnen einfach den Raum geben, den Schutz vor sich selbst, sie lieben, und dann wächst diese Pflanze von alleine. Also man muss nicht an der Pflanze ziehen oder dies oder jenes, und das ist das Schöne, Kinder sollte man einfach lassen. Und, dann wächst das, weil das ist so viel in uns drin. Und ja, die Kastanie weiß, was sie machen muss, dass sie Kastanie wird. Und da greifen wir viel zu viel ein und wollen irgendwie, meinen es ja nur gut. Und wir wollen, dass das Kind mal besser hat als ich. Und wir wollen ihm dann auch, dass er mal in die Schule geht oder was auch immer. Vielleicht will es gar nicht in die Schule gehen, weil es ist einfach lieber ein Handwerker. Und so diese Freiheit dazu geben. Das wäre die neue Freiheit, die wir uns alle wünschen. Ja, ja, miteinander die Kinder wissen ganz genau, was sie brauchen. Ja. Toll. Ja, das heißt, wir sind ja schon auf der Spur nach einer Weltformel. Es könnte ein dickes Buch sein. Die Weltformel, geschrieben von diesen 5 Autoren. Ja, mal sehr, sehr spannend. Und was dafür Vergleiche gibt. Und wenn ich dich nochmal fragen, du hast dich ja sehr intensiv mit verschiedenen Arten der Prognosen beschäftigt. Es gab große Kongresse, wo du mit ganz unterschiedlichen, ich sage mal, Weltendeutern, Lebensdeutern in Gespräch warst. Tolles Ding, Riesending, hast du gesagt, 40 Zuschauer. Ich dachte, what? Erzähl doch mal. Ja, da hatten wir 2019 in Erlangen organisiert den Kongress Die Zukunft der Prognostik. Ja. Da waren wirklich die federführenden Speerspitzen der modernen Zukunftsschau dabei. Matthias Hawks für die Zukunftsforschung, der Chefentwickler vom Deutschen Wetterdienst für Meteorologie, der Global Head of Technology von Siemens für Szenariotechnik, der bekannteste Wahlforscher von Österreich, der Günter Ogris und so weiter. Und ja, es war gar nicht, also die haben das alles unglaublich befruchtend erlebt, da mal über den Tellerrand zu schauen und mal das alles zu verknüpfen. Aber so das öffentliche Interesse war eigentlich dann doch überschaubar. Aber man muss trotzdem dranbleiben. Also ich habe ja schon meine Dissertation 2006, das war ein 800-seitiges Werk über Prognostik in Magie und Moderne. Da habe ich mir wirklich an der Staatsbibliothek in Berlin 4 Jahre lang alles, was irgendwie mit Vorhersage zusammenhängt, angeschaut. Ja, und im Grunde diese Weltsysteme oder so der Versuch, Landkarten der Seele bzw. Landkarten des Schicksals zu zeichnen, gibt es eigentlich drei universelle grundsätzliche Ansätze. Nämlich den visionären Ansatz, die Zeichendeutung und die Zeitendeutung. Ja, also visionär ist so, wie es beispielsweise die Birgit Fischer macht. Man channelt was oder man hat eine Eingebung oder über Intuition oder über Rituale wie Fasten oder Lichtentzug und so weiter. Schaut man das mal sozusagen über die Beschränkungen der menschlichen Sinne sogar hinausblicken kann und dadurch vielleicht die Zukunft oder einfach höhere Zusammenhänge. Was ja Schamanen auch immer schon gemacht haben. Schamanische Techniken, ja, ganz stark. Auch in Afrika gibt es da viele entsprechende Methoden. Beide die Zeichendeutung, da probiert man eben die Erscheinungsfeld nach Signaturen abzusuchen. Ja? Und da gibt es einerseits die natürlichen Zeichen, wie es Pascal macht, Physiognomik, Handlinien, aber auch Feng Shui zum Beispiel, bis hin zu den künstlichen Zeichen, wo man wirklich probiert, sozusagen eine Weltenformel mit einer Systematik abzubilden. Also das I Ching ist ja da so ein Paradebeispiel. Das ist eigentlich so der älteste Weltencode, wo man gesagt hat, okay, diese fortlaufende Zweiteilung des Tao, also dieser großen Ursubstanz, daraus entsteht die komplette Vielfalt der Welt. Hat im Übrigen ja auch den Leibniz, den bekannten Mathematiker, ja dann auch zu seinen binären Zahlen inspiriert, ja, das ist damals ganz neu nach Europa gekommen. Der war so begeistert davon, dass er dann die binären Zahlen entwickelt hat. Also eigentlich das I Ching ist insofern indirekt ja auch sozusagen Urvater der modernen Computer, ja, mit dem Binärsystem. Tarotkarten beispielsweise, Kabbalah, ja, das sind alles so Versuche, künstliche Zeichen, mit künstlichen Zeichen sozusagen das Wesen der Welt nachzubauen. Und wobei künstlich heißt er also ein Versuch einer Verbildlichung von Gesetzmäßigkeiten, die erspürt werden. Genau, so? Man sagt über Zahlen zum Beispiel oder über Symbole, da gibt es einfach so einen Universalschlüssel und mit dem können wir die ganze Welt abbilden. Und vielleicht fehlt uns wie in der Kabbalah noch der 23. Buchstabe, dann haben wir es wirklich, aber wir probieren es halt einfach mal. Ja. Und dann schließlich die Zeitendeutung probiert so im Fluss der Zeit selbst solche Muster festzustellen. Und das geht im Grunde beim Mondkalender los, ja, weil im Grunde die Bewegungen der Körper in unserem Sonnensystem ja immer irgendwie getaktet sind. Ja. Und das geht eben von den ersten Mondkalendern von ungefähr 30.000, 40.000 Jahren bis halt heute Kulturzyklen, Wirtschaftszyklen, Biozyklen oder eben auch der Astrologie, ja, oder auch im Human Design und alles, was da auch so eine zeitliche Komponente dabei hat. Oder auch Trendextrapolationen und so weiter in den anderen Wissenschaften. Spannend. Ja, und im Grunde eigentlich all die Bestrebungen der verschiedensten Kulturen und Epochen der Menschheitsgeschichte, das Schicksal zu ergründen, hat eben eine dieser drei Ansätze. Cool. Spannend, oder? Ja, faszinierend, wirklich. Und, spannend ist es ja wenn ich diese Analyse mache. Ein freies Gespräch, ihr könnt euch auch gegenseitig Fragen stellen, das Podium ist eröffnet. Wenn ich diese Analyse mache oder eine I Ching-Befragung mache, ist es ja so, ich halte im Grunde das Universum momentan an. Ich drücke auf den Stoppknopf. Das heißt, ich habe einen Ist-Zustand, von dem aus ich Empfehlungen bekomme, wie es weitergehen könnte. Jetzt habe ich das Problem, ich habe 1 Million Möglichkeiten, die noch im Quantenraum vorhanden sind. Und da geht es schon los. Da kann ich ja nicht einem sagen, die nimmst du jetzt, die anderen sind falsch. Das heißt letztendlich, was ich immer versuche, ist zu helfen, diese Intuition, wo du gesagt hast, so zu schulen, dass auf Grundlage dieser Hilfestellung jeder seinen Seelenweg dann wählen kann. Das ist, glaube ich, das Spannende an der ganzen übergeordneten Geschichte. Das heißt, sonst habe ich 1 Million Maßnahmen an der Hand, mach das so, steht dann auf, zieh dir das an, das ist dein Haus, hier muss die Tür hin. Da bin ich total überfordert. Letztendlich bricht es über mich zusammen und über die Intuition und das Zusammenspiel der Empfehlungen. Dann kann ich mir diese Zukunft selbst erschaffen. Und dann bin ich wieder zum Schöpfer und nicht zum Opfer geworden. Ja. Das geht ja auch um persönliche Reifung. Genau. Ne? Denn oft kommen Leute und sagen, sag mal, wie es weitergeht. Aber die eigentliche Frage ist ja, was will in dir wachsen, damit du damit umgehen kannst? Und wir haben immer so viele Optionen, im Grunde wie in der Homöopathie, wo man dem Mobber und dem Gemobbten das gleiche Mittel gibt, weil das eine Palette ist. Und so ist es hier auch. Und diese Entwicklung zu machen, niemand ist festgelegt. Das finde ich immer so schwierig. Man sucht ein System, das Halt gibt, aber eigentlich will es uns öffnen für unser Wachstum. Ja. Weil übergeordnet ist es ja so, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft laufen gleichzeitig ab. Jo. Das heißt, das ist ja wieder ein Zustand, den man sich nicht mehr vorstellen kann. Ja. Aber das ist dann ein Punkt, wo ich dann übers Loslassen in die Einheit eintreten kann und dann meine Erfüllung leben. Ja. Wow. Okay, also manchmal brauchen wir auch Strukturen, um unsere Welt zu verstehen und uns selbst zu verstehen, aber sich nicht darin verfangen, sondern es als eine Möglichkeit sehen, wie an so einem Fenster, oder? Ja. Und auch das Wissen weitergeben. Ja. Weil was schon angesprochen wurde, viele, viele Meister behalten immer einen Teil des Wissens zurück. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo das mal aufhören muss, weil das Wissen muss raus, sonst werden wir diese Zeit nicht überstehen. Ja. Deswegen alle, die das so toll machen, fantastisch, das Wissen muss raus, es muss gelebt werden und jeder kann für sich entscheiden, was spricht mich an und welche Hilfsmittel nehme ich an die Hand. Ja. Genau, das ist jetzt auch der Segen der Luft-Epoche, diese Pluralität, dass jeder sich aus unendlich vielen Bauteilen seine persönliche, individuelle Wahrheit zusammenbauen kann. In der Erdepoche, da gab es ja diese hierarchischen, dogmatischen Wissenssysteme. Es gibt eine Wahrheit und da ist hierarchisch alles untergeordnet. Und darum sind ja auch unsere verschiedenen Disziplinen, waren ja in diesen früheren Jahrzehnten ja auch sehr deterministisch. Ja? Ja. Also auch die Astrologie war in den 1930er Jahren, 1950er, 1960er Jahren extrem auf Schicksalsprognosen aus, aber das war halt einfach der Zeitgeist. Ja, das waren ja die damaligen Wissenschaften genauso. Ja, ja. Und heute, das war ja auch bei diesem Kongress so erhellend, ja, also auch wenn jemand wie zum Beispiel der Deutsche Wetterdienst da für Milliarden von Euros da Sensoren überall in der Stratosphäre rumschwirren hat, dass die trotzdem unglaublich bescheiden sind, was können wir denn wirklich mit Sicherheit sagen? Ja. Ja? Also das ist jetzt einfach ein neuer Zeitgeist, der viel mehr auf diese Offenheit und Pluralität setzt und wo natürlich auch unsere Bereiche ganz stark davon betroffen sind. Ja. Und natürlich, was auch damit zusammenhängt, dass natürlich auch die Universitäten und diese altehrwürdigen sozusagen Torwächter des Wissens ja auch immer mehr ihre Deutungshoheit verlieren. Ja. Also wenn wir heute was wissen wollen, geht man immer zum Professor oder zum Lehrer, man geht ins Internet und sucht das halt auch selber zusammen. Ja. Das ist da rein schon pragmatisch so die Vorstufe davon. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war es halt bisher so, viele haben sich auf äußere Institutionen verlassen und heute geht es um die innere Klarheit und Sicherheit, oder? Ja. Und da sind wir alle auf dem Weg. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wo mein Lehrer Richard Unger hat das entdeckt mit den Fingerabdrücken und hat er sich überlegt, soll ich das für mich behalten? Und dann bin ich der größte, beste Handleser. Also nein, hat so eine Woche 20 Stunden, nein, ich mache ein Institut und ich will, dass es international heißt. Und das war dann sein Grundgedanke, dass es halt dann in die Welt hinausgeht. Ja. Und danke ihm, weil durch das, wie viele Menschen ich schon die Hände gelesen habe, meine Schüler schon anderen die Hände gelesen, das ist so eine Lawine. Und so muss das sein. Also alles, was man entdeckt, muss man mit den Menschen teilen. Ja. Und, ich glaube, wir sind keine Konkurrenz auch. Lawine kann auch gefährlich sein. Ja? Ja, eine Lawine kann auch gefährlich sein, weil viele einfach meinen, okay, das ist es jetzt. Und da ist der Zeitpunkt einfach wichtig. Man merkt es auch bei Beratungen immer wieder, wie Leute so ganz unbedingt jetzt eine Lösung möchten. Eine Lösung zu finden für jemanden, das ist keine Kunst. Die Kunst ist, dass er es annehmen kann und zum richtigen Zeitpunkt erfährt. Und man kann den Leuten eigentlich nur empfehlen, wenn sie nicht in sich reingehen und das nicht spüren, ist jetzt die Zeit da. Dann hat das überhaupt keinen Sinn, ist das ein guter Ratschlag. Und das kann man sich ganz gut so vorstellen, wenn zum Beispiel jetzt ist irgendwo ein Baby geboren und ich komme hin und versuche, ein Geschenk mitzubringen, dann bringe ich auch keine Schultüte mit. Ja? Die Schultüte ist jetzt nicht das, was nicht richtig ist, aber zu diesem Zeitpunkt ist falsch. Und wenn wir das nicht lernen, dass eine bestimmte Zeit seine Chancen hat und nicht, ich fühle jetzt, das ist richtig und jetzt breite ich es aus. Wenn wir das nicht lernen, diese Geduld oder sagen wir mal auch diese Demut zu haben, dass für jeden ein bestimmter Zeitpunkt der richtige ist und den wählt er selber aus. Ob er die Chance nützt oder nicht, ist seins. Also man kann ihm nicht eine Chance aufdrängen. Und dieses Feingefühl, glaube ich, ist etwas, was wir so alle jeden Tag damit zu tun haben. Egal, ob wir jetzt Beratungen machen, Seminare halten. Ich habe schon erlebt, auch auf so einer Bühne mit einem ganz gescheiten Menschen, der gesagt hat, naja, er schreibt halt das, wie die Leute zufrieden sind. Und das war eine Live-Sendung. Und dann habe ich wirklich eingegriffen, obwohl ich innerlich eigentlich ein bisschen Angst gehabt habe, aber eben gedacht, ich habe gesagt, okay, wir haben eine Verantwortung. Und unsere Verantwortung liegt nicht in dem, dass das vis-à-vis zufrieden einfach ist. Das ist keine Lösung. Und da kann ich nicht einfach sagen, okay, ich schreibe oder sage das, was der hören möchte. Natürlich ist der momentan zufrieden, aber das liegt schon an uns, wenn man in die Öffentlichkeit geht, dass man diese Verantwortung ernst nimmt. Und nicht etwas empfiehlt, was für allgemein richtig ist. Der Zeitpunkt ist einfach wichtig. Und wenn jemand nicht von der Seele her bereit ist, da mitzumachen und wir spüren das nicht, dann sind wir einfach schlechte Ratgeber. Ich mache auch viel die Erfahrung mit dieser Reife. Dann bekomme ich mal eine E-Mail, vielleicht 4 Jahre später. Jetzt habe ich es verstanden. Da braucht er halt diese 4 oder machen wir 10 Jahre. Dazu habe ich es gehört, und dann habe ich es wieder hervorgeholt. Ah, jetzt. Und dann hat es halt im Unterbewusstsein gereift und plötzlich kommt dieses Aha. Und, und so braucht auch, also manchmal kann es sein, dass halt die Leute vielleicht so der Rehblick im Scheinwerferlicht haben und schauen mich dann komisch an. Und dann sage ich, lass es einfach mal sickern und reifen. Und und das braucht das, bis die Seele halt nachkommt und das Bewusstsein. Und dann macht es dann plötzlich Klick. Aber es muss irgendwo halt mal, hat auch die Eigeninitiative kommen von den Menschen selber. Jetzt gehe ich vielleicht mal zu diesen Menschen und lass mir mal da was von außen halt mal sagen. Weil wir sind ja immer in unserer subjektiven Welt und dann brauchen wir schon immer alle mal einen Spiegel und von verschiedenen Seiten zu betrachten, und das tut einfach gut. Ja, ihr seht ja in eurer Deutung das Potenzial des Menschen. Der Mensch entwickelt sich, eröffnet sein Potenzial und dann sieht er die alte Analyse und kann es jetzt erst verstehen, oder? Ja, ich sehe es wirklich als Dienst. Also diesen Dienst anzubieten und im Kontakt zu bleiben, immer wieder nachzufragen, weil letztendlich ist ja auch das, was der Mensch in der Beratung selbst erkennt, noch viel kostbarer als das, was ich ihm Kluges erzählen kann. Weil das ist das, was ihn erreicht und was er in sich findet und was dann eine Berührung macht. Und das passiert eben oft über die Zeit, dann braucht es halt noch ein bisschen. Ganz wichtig ist der Prozess. Weil oft ist es so, im schöner Wohnen Feng Shui, der Berater kommt nach Hause, macht eine Wohnung, ich gehe nach Hause, alles wird gut, wird nicht passieren. Dann kommt, naja, es hat ja eh nicht gewirkt, also Quatsch. So, deswegen, ich muss als Coach, als Berater den Prozess begleiten, die Themen anschauen und immer wieder Jahr für Jahr ein Update machen, wie beim Arzt, ein Check-up, was hat sich verändert, hat sich was verschoben, hast du dich weiterentwickelt, und dann kann es auch eine runde Geschichte werden. Also so ein Entwicklungshelfer. Ein Entwicklungsleiter. Ja, Begleiter. Es muss ein Begleiter sein. Es ist ja auch oftmals eine sehr intime Geschichte, die da ans Licht kommt. Viele Ängste sind da drin. Und dann ist es wirklich wichtig, da hinzuschauen, zu begleiten und auch immer da zu sein und den dort abzuholen, wo er gerade ist. Nicht belehren, nicht aufdrängen wollen, das System ist das Beste, sondern an die Hand nehmen und durch diesen Irrgarten begleiten. Cool. Wow, oder? Ich danke euch. Landkarten der Seele. Schon sind 2 Stunden vorbei. Das ist wunderbar. Ihr könnt das Video zu Hause ja noch öfter anschauen, weil da war jetzt so viel drin. Ja? Und ihr könnt es auch noch mal hinterher sehen. Ich danke euch. Ich finde es wunderbar. Würde ich sagen, tolle Runde. Und bitte einen Riesenapplaus für Johanna Paungger, Pascal Stössel, Dr. Christof Niederwieser, Christiane Tietze und Jens Jung. Und Thomas Schmelzer. Oh, danke. Genau. Ja, weil ohne dich wären wir nicht hier. Wir leben in spannenden Zeiten und darf ich auf Schluss noch ein kleines Experiment nochmal? Experiment, bitte. Pascal. Also, tut mal die Hände so auseinander und denkt irgendwas, was euch wütend macht. Irgendwas. Okay. Habt ihr es? Spürt ihr es? Und jetzt tut einfach mal die Hände zusammen. So. Und jetzt denkt nochmal genau das Gleiche. Geht gar nicht. Ja, weil so sind wir in der Einheit. Und so sind wir in der Dualität. Und also, wenn ihr dann was aufregt, was auch immer, ist die beste, schnellste, kurzeste Meditation einfach Hände zusammen. Und dann kommt ihr in den Frieden. Wow. So. Und das ist ja mit das heiligste Symbol. Freunde, alles Gute. Ende des Satsangs. Dankeschön. Dankeschön. Große Freude. Ihr Lieben, alles Gute. Spannende Zeiten. Das Abenteuer des Lebens. Alles Gute.